Wir haben die Mantis-Klinge, wir haben unser Motorrad und wir haben eine großartige Quest von Judy bekommen, denn die hat es laut ihren Informationen geschafft, diese Puppenchips umzuprogrammieren, sodass man die ja in eine Waffe verwandeln kann. Ob das jetzt das ist, was wir wollen und inwieweit uns das weiterhilft, das werden wir jetzt noch rausfinden. Aber ich würde sagen, wir bleiben da am Ball. Der Bazaar in Japantown. Play it safe. Wir gucken nur noch mal, ob das auch richtig ist. Nope, ist es nicht, sondern wir wollten nicht mit Joshua, Judy's Apartment. Ja, mit der Revolution. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und dann sehen wir danach, wie das weitergeht. Langsam werden wir auch mal wieder Main Story machen. Absolut, aber wie eben angeschnitten, sind die Nebenstories momentan kaum zu unterscheiden von der Main Story, was ich enorm finde. Als ob ich da gerade rumgekommen bin, ohne Crash. Yo, ich bin einfach der Biker-Gott. Habt ihr das gesehen? Wow. Das gibt mir aber zu denken, wie das hier weitergehen wird heute. Breakdancende Autos, breakdancende Motorräder. Was kommt als nächstes? Easy eingeparkt, Junge. Ah, das läuft hier gerade. Guck mal. Meine Bremse ist vielleicht repariert worden in der Off-Time. Ich habe keine Ahnung, aber das Motorrad ist noch heil. Das ist ja der Wahnsinn. Nexus, Hallöchen. Grüße, Grüße. Dein metallicblaues Leibchen sieht ja fesch aus, oder? Das hat richtig Pep. Ja, das ist so richtig jugendlich erfrischend, sagen wir Modedesigner, ja. Und das sehe ich ganz genauso wie du. Wie weit müssen wir denn? Ja, ein bisschen mehr als 2 Kilometer. Das ist doch schön. Wir haben mal schönes Wetter in Night City. Normalerweise ist ja alles immer dunkel und voller Wolken und Regen und ach, ist an sich IRL ganz schön, aber in-game nicht immer. Ah, nicht immer. Mit dem Auto nimmt er jeden Passanten und jeden Straßenfall mit, aber mit dem Motorrad ist er ein junger Gott. Man kennt ihn. Achtung hier. Ja, das war seine Schuld. Da muss man jetzt sagen, das war auch ein bisschen seine Schuld. So fair müssen wir bleiben. Ja. Das ist ja ein fesches Outfit. Was habe ich denn da in den letzten Folgen verpasst? Ja, wir sind jetzt der Style-Gott in Night City. Erst Motorrad-Gott, dann Style-Gott. Leute, man muss immer die Ziele erstmal hoch ansetzen, ne? Und wir haben sie dennoch erreichen können. Ich sag's mal so. Dadurch, dass wir jetzt natürlich auch viel mit den Nomaden gemacht haben, draußen außerhalb der Stadt, mussten wir uns auch anpassen. Als es dann hieß, rein in Night City, wir sind wieder da, damit wir dann nicht nur mit Sand auf der Jacke irgendwie reinkommen, hoppala, mussten wir uns natürlich was einfallen lassen und bisher hat das ganz gut funktioniert. Evrel, Leno, Hallöchen, Grüße, oh, wie war das beim letzten Mal, wo ich Dab begrüßt habe und dann zack, lag ich auch schon auf der Motorhaube. Ach, ihr macht euch keine Begriffe, ne? Alle verrückt geworden in Night City. Wir drehen mal hier gerade. Das ist doch so eine Art Kreuzung. Ja, nicht schubsen. Ich habe Joghurt im Rucksack. Hör mal, also das ist ja unglaublich. Stellt euch vor, ihr crasht in ein Motorrad rein mit eurer Karre. Und das Erste, was ihr sagt, ist nicht schubsen. Was für ein utopischer Boss müsst ihr sein, dass das eure erste Reaktion ist? Junge, kachelst du mit einem 40-Tonner über die Autobahn, zack, in den Stau rein, hast gepennt, steigst aus, 300 Autos kaputt, du guckst einfach nur in den Himmel und sagst, nicht schubsen. Großartig, das sind die Reaktionen, die wir brauchen und ich glaube, hier sind wir sehr richtig. Ja, oh mein Gott, kennt ihr die Stelle hier noch? Da bin ich ja auch mal so lang geslidet auf dieser kleinen Barrikade, auf diesem Geländer mit dem Motorrad. Ich erinnere mich, das heißt, wir müssen wirklich gleich da sein. Es gibt schon so ein paar Ecken, die suchen wir ja deutlich häufiger auf als andere. Ne? Das finde ich immer ganz schön. Das war in GTA so, das ist auch in Night City so. Man kennt sie, die beiden Spiele GTA und Night City. Aber wenn das hier so weitergeht mit den verwinkelten Straßen, dann brauchen wir auch für 175 Meter noch 3 Stunden. Aber hier sieht's doch besser aus. Hör mal. Ausgezeichnet. Mein Nachbar bohrt schon wieder den ganzen Tag. Ich bin etwas aggressiv davon. Das ist nachvollziehbar. Ja, das ist immer ganz schlimm. Auch wenn Leute neu einziehen, dann sind die voll nett. Ne? Man lächelt sich so zu. Die Tür geht zu und dann 7 Tage durchbohren. Ja, jedes Bild muss hängen. Na sichi. Gut, dann speichern wir doch mal. Und dann geht das rein. Hallo. Pass auf, sonst verschluckst du eine Fliege. Ja, man kennt mich. Meine Fliegensucht, Leute. Ganz nach oben. Das ist aber auch wieder ranzig hier, Mann. Hallo. Oye, despacio! Ja, genau. So habe ich mir das nämlich auch gedacht, als ich hier reingekommen bin. Und
Hier scheinen wir richtig zu sein. Wir sollen warten. Na dann. Also ich wurde mit meinem Motorrad schon umgefahren, da war ich gerade einkaufen und die Eier wurden über die Straße verteilt. Tat gut weh, zum Glück aber nichts Schlimmes passiert. Das ist immer die große Hoffnung, ne? Wir drücken die Daumen allen Teilnehmern im Straßenverkehr, dass sie weder so fahren wie ich, noch dass sie schlimme Blessuren davontragen. Erstmal Runde warten hier auf entspannt. Starten wir unser System mal neu. Und dann ist Judy da. Oder auch nicht. Hello. Ah, wir müssen trotzdem da drüben hin. Ah, okay. Ja, dann rufen wir an. Das Apartment. Hey, komm rein. Die Pizza wird kalt. Okay. Ich meine, an diese Wandbemalung erinnern wir uns. Küche. Wer ist denn Tom? Kennen wir Tom? Ich bin mir nicht sicher. Da bist du ja, sehr gut. Setz dich. Yo. Das ist Roxanne. Sie arbeitet schon seit Ewigkeiten im Clouds. Aha. Hallo. Hallo. Moin. Hey, schön dich kennenzulernen. Als ich gehört habe, was du im Clouds abgezogen hast, habe ich echt bedauert, dass ich da frei hatte. Wir schaufeln die Gratis-Pizza rein und hauen ab, okay? Wie geht's dir? Wir machen hier erstmal ein bisschen Smalltalk, ne? Auf entspannt. Wie geht's dir? Ganz okay. Bin aber etwas traurig. Das ist nicht schön. Ich war gerade verwirrt. Ich habe hier irgendwelche Krümel am Handgelenk. Ich hatte gerade kurz Schiss, dass mich irgendwelche Käfer angreifen. Das ist meine Story, Hallo? Die ich ihm jetzt gerne erzählen würde. Standest du Evelyn, ne? Ja. Ab dem Moment, als sie wieder am Clouds auftauchte, ging's bergab. Sie hätte nicht zurückkommen dürfen. Sie war doch frei. Aber tief im Innern war ich froh, sie wiederzusehen. Und jetzt fühle ich mich wie ein Idiot. Oh Mann. Brennst du darauf, Rache zu nehmen? Wir können gar nicht weiterfragen. Ach, den Leichengestank wirst du nie wieder los. Aha. Du machst doch viele kalt, oder? Was ist dein Geheimnis? Hast also deine Meinung geändert? Das ging schnell. Ich bin hier. Warum muss ich dir nicht erklären? Ich will keinen Streit, nö. Okay, chill. Ich will nicht mit dir streiten. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Judy hat dich überzeugt. Das reicht mir. Übrigens, Forrest ist heute nicht zur Arbeit erschienen. Oder gestern. Bestimmt krank oder abgehauen. Frag mich, warum. Vielleicht krank? Oder im Lotto gewonnen und zum Mond abgedüst. Safe. Mhm. Alles ist möglich. Seid ihr zwei bald fertig? Die Revolution plant sich nicht von selbst. Schön angiften. Interessante ich Runde. Ich habe den Verhaltenschip so modifiziert, dass er Puppen ein Motorreflexsystem verpasst. Macht aus jeder Puppe einen knallharten 1A-Solo-Kämpfer. Faszinierend, oder? Was man alles beim Tunen vorgetäuschter Orgasmen für die Mocs lernt. Geh damit bitte raus. Hier drin wird nicht geraucht. Kannst ja später lüften. Wow. Ey, Mann. Egal. Rauche ich halt am Fenster. Die beiden. Hatten wir im letzten Stream ja schöne Infos. Der Körper reagiert, als wäre er perfekt auf Bewegungsabfolgen trainiert. Ich hab's schon an Tom getestet. Die Chip-Impulse ersetzen jegliche natürlichen Reflexe und versetzen den Benutzer in einen Cyberpsychose-ähnlichen Zustand. Aber im Grunde ist es dasselbe, wie wenn wir uns für einen Kunden aktivieren. Okay. Hat das irgendwelche Nebenwirkungen? Oh, wir können schön nachfragen hier. Jede Tech hat Nebenwirkungen. Das ist nicht neu. Sag schon, was kann passieren? Der Kampfmodus schaltet sich bei Gefahr automatisch ein und kann nicht deaktiviert werden. Das kann ich noch nicht umgehen. Das ist alles? Weiß nicht. Sicher kann man nur sein, wenn man monatelang mit vielen Leuten testet. Ah. Und es gibt ein ethisches Problem. Man könnte jemanden umbringen, ohne sich zu erinnern. Alle so, ja, okay. Robocop, dankeschön. Hi. Solos beherrschen mehr als nur Bewegungsabfolgen. Da laufen mehrere Dinge in Millisekunden ab. Logistik, Entscheidungen. Geht nur mit jahrelanger Übung. Ich wette, die wird dein Chip kaum ersetzen können. Stimmt. Aber was Besseres fällt mir nicht ein.
Die Alternative wäre intensives Training, aber die Zeit haben wir nicht. Tja, ist in der Hinsicht dann natürlich besser als nichts, aber wie kam sie drauf? Wie bist du nur darauf gekommen? Hab gelernt, wie im Clouds die Chips funktionieren. Sie kamen mir schon immer leicht modifizierbar vor. War eher überrascht, dass ich nicht schon in Maikos Büro die Idee hatte. Dein Glück bei all den Kameras und Mikros im Clouds. Huch. Die Tiger Claws würden solche Chips eher mit Schraubenziehern aus den Puppen holen, als solche Ideen zuzulassen. Das will ich sehen. Spannend, was sie sich überlegt hat. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir hier die richtige Runde haben. Oder Maiko. Komm schon, wie. Ja, aber ne, komm schon, wie. Cortex, sei. Okay, das will ich sehen. Endlich spricht's jemand aus. Tom? Tom hat Bock? Das habe ich aus einer Kung-Fu-Trainings-Virtu. Okay. Okay. Und Johnny. Denken Sie, ja, Bro, normaler Montag einfach, ne? Nicht schlecht. Ich geb's zu, das war cool. Vielleicht für den Marktplatz in Kabuki. Nein, bevor wir ernsthaft übers Geschäft reden, will ich was Handfestes. Du hast ihn doch gesehen. Das war ein Kneipentrick. Ich will einen Kampf. Oh oh. Wir haben doch hier einen Experten für Prügeleien. Ich will sehen, wie Tommy sich gegen ihn schlägt. Oh. Wie? Tommy, wir beide? Okay. Aber lasst meine Bude intakt, okay? Ich mag's hier. Ja, ich hab Angst um das Aquarium, Mann. Können wir das nicht draußen machen? Nein? Fangen wir an. Okay, ich lasse auch die Mantisklingen drin. Glaube ich. Wie fangen wir denn an, Bro? Ich kann auch nichts tun. Hallo? Riech mal meinen Finger. Mach dir keinen Kopf. Ist ja nicht so, als könntest du ihm wehtun. Okay, ah, geht los. Putz! Was zum... Oh. Oh! Bist du da? Kannst du mich hören? Unerwartet. Habt ihr das gesehen, Leute? Krass. Ich sollte mal... Nicht schlecht, Judy. Hast dich selbst übertroffen. Wenn du den verkaufen würdest, wärst du die reichste Judy der N-USA. Lieber nicht. Gibt genug Tötungsmaschinen auf der Welt. Mehr müssen wirklich nicht sein. Wenn das vorbei ist, zerstöre ich die Chips. Ihm hat der Geruch meines Fingers nicht gefallen. Wie? Jetzt glücklich? Bin ich selten. Aber das war Beweis genug. Erstmal weiterpuffen. Dann fangen wir an. Du hast eine Elite-Truppe aus 3 Kämpfern und einem Techie. Und jetzt? Wachen und normale Tiger Claws. Alle machen, entwaffnen, rausschmeißen und das Clouds dann übernehmen. Easy. Die Bosse kriegen ein Ultimatum. Ein Anteil der Profite dafür, dass sie sich nie wieder im Club blicken lassen. Und sich natürlich aus dem Management raushalten. Dachte ich mir. Ein halbgarer, verrückter Plan. Du denkst nicht weit genug im Voraus. Die Sicherheitsleute auszuschalten wird nichts bringen. Die Claws schicken nur mehr. Hiromi Sato ist der, den du willst. Wer ist das denn? Hiromi Sato? Wer ist das? Der echte Clouds-Boss. Zeigt sich fast nie, aber weiß über alles Bescheid, was im Club abgeht. Die Claws vertrauen ihm. Er ist einer von ihnen. Wir können versuchen, ihn zu überzeugen, aber ob er mitmacht, könnte klappen, wenn wir ihm genug Angst machen. Dem Boss? Okay. Naja, versuchen kann man's, ne? Ani, hi. Wo finden wir diesen Hiromi? In seinem Apartment, H8 Megatower. Ganz oben im Penthouse. Verlässt sein Glashaus fast nie. Aber ich werde rausfinden, wie wir da reinkommen. Geschütztürme. Ich rieche sie schon. Kommen Tom und Roxanne mit? Kommen Tom und Roxanne auch mit? Nein, wir müssen an beiden Orten gleichzeitig sein. Sie kümmern sich um das Clouds. Doppelter Angriff. Das gefällt mir. Okay. Klingt an sich erstmal gut. Der Plan könnte klappen. Maiko, du bist also auch an Bord? Sonst würde ich hier nicht meine Zeit verschwenden. Also, wie sieht's aus? Tom, Roxy, habt ihr euch entschieden? Ich muss noch drüber nachdenken. Ich habe noch nie einen umgebracht.
Ich bin sowas von dabei. Wie? Bitte sag mir, dass du da nicht ernsthaft mitmachen willst. Er hat richtig du Bock. Du kannst nicht unsere Hälse für ein paar Nutten riskieren. Hey, Bro. Wir sind da am Start. Bin dabei, Judy. Hatte ich doch schon gesagt, oder? Danke, Vi. Spar dir deine Dankbarkeit für später auf. Ach, ich arrangiere shit. Das Treffen mit Hiromi und melde mich dann. Dauert ein paar Tage. Bis dahin. Winke, winke. Teletubby. Marco, warte. Nimmst du uns mit? Nur wenn ihr nicht redet. Ich wow. glaube, ich krieg Migräne. Okay. Scheiße. Ich hab Angst, Vi. Ja, ist normal, würde ich sagen. Aber wo wir gerade bei Dankbarkeit sind, das, um was ich dich bitte, ist nicht kostenlos, das weiß ich. Ich find's toll, dass du mir helfen willst, aber ich bin bereit, dich voll zu bezahlen. Okay. Ich finde das nur angemessen. Ja, für so einen Job auf Leben und Tod, klar. Okay, danke. Schön, dass du daran gedacht hast. Klar, gerne. Dann können wir uns nämlich unsere neuen Beine holen. Nice. Finos, hi. Ja. Ah. Vi, alles okay? Oh, oh. Johnny rebelliert. Vi, du siehst... Okay, okay. Geht schon wieder. Ja. Alles gut. Top. Was zum Teufel, Vi? Bist du krank? The fuck, Bro? Der Relic bringt mich um. Erinnerst du dich an den Job für Evelyn? Den Relic, den ich klauen sollte? Wie könnte ich das vergessen? Dieser Biochip. Um's kurz zu machen, da war Johnny Silverhands Verstand drauf. Ein Engramm, das meinen überschreibt. Ist nicht dein Ernst? Ich wünschte, so wär's. Fuck. Und kannst du irgendwas tun? Hoffentlich. Es ist spät. Du bist müde. Wenn du willst, kannst du auf der Couch schlafen. Nö. Ich gehe lieber. Wie du willst. Sonst kriegen wir Kloppe von Panam. Ich melde mich, wenn Maiko das Treffen mit Hiromi vereinbart hat. Alles klar. Tschüss. Diese riesige Tastatur macht mich dezent fertig. Die ist mir beim letzten Mal gar nicht aufgefallen. Bis es dann in die Kommentare geschrieben wurde. Junge, das ist ein ordentliches Teil, oder? Zwinker-Smiley. Drag Mighty, Hallöchen. Und Grüße an alle, die ich eiskalt überlesen habe, als wir hier eben die Story-Dialoge hatten. Schön, dass ihr da seid. Wir hatten hier noch einen neuen Splitter, glaube ich, oder? Was haben wir da denn? Braindance-Konzepte... Sind das neue oder sind es die üblichen? Braindance einer Mutter bei der Geburt? What? Pro, noch nie da gewesen. Contra, pränatales Headset, teurer. Alter. Braindance der häufigsten Träume, Sammlung. Pro, machbar. Contra. Ich müsste durchgehend die Träume von einem oder mehreren Dutzend Leuten über mindestens ein Jahr hinweg aufnehmen, um die häufig auftretenden Themen einzufangen. Fliegen, schwimmen, fallen, nackt zur Arbeit und Schule gehen, ja, das will man unbedingt haben als Braindance, oder? Großartig. Das Tastatur für richtig fette Finger, ja, da hast du einfach immer fünfmal dieselbe Taste so nebeneinander, ne? Da sehe ich mich. Zwei Braindances von zwei Schauspielern aufgenommen. Neuralspuren so einstellen, dass es aussieht wie ein Braindance. Also wie ein Braindance. Pro, was ganz Neues. Contra, erforderliche Tech existiert nicht. Das will was heißen in dieser Zeit. Das Headset für das ungeborene Kindlein ist aber kein Problem. Nö, das ist einfach nur teuer, aber... die andere Geschichte, ja, die existiert einfach nicht. Rani mit 13 Monaten. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, ich sag mal so, da kann natürlich so gut wie alles schief gehen. Zumal ja auch die Tiger Claws, ich sag mal, in einem wirklich bedrohlichen Ausmaß mit drin hängen. Aber was willst du machen? Was willst du machen? Tut mir leid. Judy hat uns gefragt, wir sind dabei. Und es regnet wieder. Vorhin auch über das schöne Wetter gefreut. Nun ja. Erstmal haben wir das fertig. Und müssen jetzt warten, oder? Das war doch wieder ein bisschen Warterei. Lasst mich kurz gucken. Nebenmissionen. Vakers.
Lager warten, bis der Basilisk bereit ist, wird sich Pana melden, widme dich anderen Missionen, bis Nancy anruft. Das war das Rennen, das war der Schießstand. Elizabeth, Autoscan, die haben ja nicht so hingehauen, ne? Was haben wir hier noch? Oh, die müssen wir machen. Die müssen wir machen. Heroes, triff dich mit Mama Wells im El Coyote Kojo. Ich gebe nicht oft Ratschläge, aber jetzt muss ich doch mal eine Ausnahme machen. Wiederhole nicht meine Fehler. Verabschiede dich von den Leuten, die dir wichtig sind. Du weißt, was ich meine, oder? Jackie Wells war dein bester Chum, ein guter Mann. Gibt nicht mehr viele von der Sorte in Night City. Das Beste, was man tun kann, ist, sich an sie zu erinnern. Ach ja, und eins noch. Falls jemand fragt, habe ich nichts gesagt. Klar, die gönnen wir uns aber sowas von, die Mission. Bücherwurm, hallöchen. Grüße, dann wäre dein Fettfinger-Affix-Mann nicht aktiv. Das stimmt allerdings, ja. Braucht man dann nur noch einen doppelt so breiten Schreibtisch irgendwie und von der Länge her auch alles. Alles muss dann größer werden. Dass das auch hinkommt, ne? Makayo, hallöchen. Grüße. Gibt es eine Abstimmung für kommende Games? Ne, die letzte war ja für die nächsten drei. Na, da haben wir wieder die Top 3 genommen, das heißt Cyberpunk. Dann, weil neu rausgekommen, das Assassin's Creed DLC mit der London-Belagerung. Dann kam Horizon und dann kam Mass Effect Andromeda. Da haben wir noch ein bisschen zu tun, bis wir zur nächsten Abstimmung kommen. SBE, hallöchen. Grüße. Gut, dann gehen wir zu Jackies Family. Sind die am anderen Arsch der Stadt? Nö, auch 2,8. 2,8, das gucken wir uns an. Wo habe ich denn mein Moped geparkt? Hier vorne? Jawollo, Leute. Dann hoffe ich, wir sind richtig gekleidet, dem Anlass entsprechend. Und selbst wenn nicht, glaube ich, Jackie hätte darüber lachend hinweggesehen. Insofern fahren wir mal rum. Dann ist das Wetter doch sehr passend, muss ich sagen. Das DLC habe ich vergessen. Ja, ich auch fast. Kann gut sein, wenn ihr nächste Woche fragt, dass ich es auch selber vergessen habe. Aber das war ja unser Plan. Ne? Das war, wenn was Aktuelles rauskommt von den Games, die wir zuletzt gespielt haben, dass wir das dann in diesen Listen eben so aktuell wie möglich berücksichtigen. Und oh, ja, ich wollte mal gucken, hier in der Ecke war so dunkel, aber nee, ne, ist irgendwie nichts versteckt. Ja gut, dann ist das so. Darf ich hier mal kurz raus? Was ist hier los? Wie ist sie denn umgefallen? Ey, ich hab dich doch nur gestreift mit dem Lenker. Habt ihr das gesehen? Sie macht erstmal einen Ganzkörperspagat, Junge, auch mit der Wirbelsäule. So, wunderbar. Ja, warum auch nicht? Als erstes Implantat hätte ich gerne Wirbelsäule aus Gummi, Junge. Dass man dann so durch die Städte geht wie diese wammel-wackelarmigen Windhosenkameraden, die immer vor irgendwelchen gebrauchtwaren Händlern stehen. Und dann so in die Luft, ne, und wieder runter und mit den Armen und hin und her. So läuft man dann durch die Stadt. Ob man will oder nicht. Es ist Glätte, ja, es ist ja Aquaplaning. So nämlich. Das muss man mit einplanen, darum heißt das ja so. Macht nur wieder keiner. Mann, ich wollte doch nur mal geradeaus brettern. Ich darf nicht. Ich darf nicht. Dann geht's hier rüber. So, sehr schön. Man möchte ja meinen, langsam habe ich das so richtig raus hier mit dem Straßenverlaufen. Nope. Am Arsch. 40 bei Nässe, bitte. Ich versuche mich da rauszuhalten. Worum geht's denn? Wie geht's dir? Bevor du fragst, bei uns läuft es nicht so toll. Von Mitch. Saul macht Panam echt ständig fertig, wegen jedem Scheiß. Ich versuche mich da rauszuhalten, ruhig zu bleiben und am Basilisk zu arbeiten. Das ist mein neues Motto. Der wird echt umwerfend, wenn er fertig ist. Selbst wenn wir alle bei dieser Sache draufgehen, war es das wert. Wenn irgendwas Wichtiges passiert, sage ich dir sofort Bescheid. Okay. Hey, bitte killt nicht Panam. Und Mitch auch nicht. Von mir aus Saul, aber das wird die Probleme, glaube ich, langfristig auch nicht lösen, oder? Würde mich sehr wundern. Machst du mit Shiroon den Zweier-Stream weiter? Meinst du Mortal Online 2? Höchstwahrscheinlich nicht, weil es nur eine Beta-Phase war von so und so vielen Tagen und sich's mit der Schicht nicht anbietet. Aber wie auch in der Vergangenheit, wenn sich bei solchen Sachen Pärchenprojekte anbieten, dann werden wir Pärchenprojekte draus machen. Zuletzt, glaube ich, mit Blaz Online. Oder Blaz Unleashed war es ja. Findet da auch alles auf YouTube. Wenn sich das bei den Abendprojekten anbietet und scheinlich bis 23 Uhr arbeiten muss oder. Dann wird es ein Pärchenprojekt werden. Oh, Junge, die fahren ja aber keine 40, hör mal, wenn die da aus der Ecke kacheln. Das ist eine rigorose Frechheit. Sandor, hallöchen. Grüße.
Dann geht es hier rüber. Ja, und dann müssen wir doch langsam genau beim letzten Kilometer sein. Aber ist schon schön. Ihr guckt mal mit dem Regen auch oben bei den Laternen. Ach, das sieht schon wirklich geil aus. Und das hier ist genau die Straße, auf die ich Bock habe. Das ist die, die ich die ganze Zeit gesucht habe. Schön in der Mitte geradeaus kacheln, Junge. Da habe ich Böcke drauf, hör mal. So, oh, Junge. Aber schert er hier auf einmal nach links, habt ihr gesehen? Ist natürlich ungesund, aber die Lücke nehmen wir mit hier. So. Hey, ich habe doch gebremst. Mann, wir müssen mir auch mal ein bisschen Vertrauen entgegenbringen, ne? Seppo, hi. Sonst wird das nichts. Und da hinten... Chinga da madre. Dann parken wir gleich mal hier. Da möchte ich ungern reinfahren. Schon wieder Mitch. Das habe ich echt gebraucht. Pass gut auf Scorpions Sachen auf, okay? Ich will nicht, dass sie irgendwo in einem schäbigen Pfandhaus landen. Der hat jetzt mal eine Nachricht bekommen, ne? Einer angerufen hat gesagt, hä, Bro? Hä? Hier fährt wer mit Scorpions Motorrad? Und überfährt alle 3 Sekunden 20 Leute. Da hat uns Mitch mal jetzt unauffällig darauf hingewiesen, ja, dass wir da bitte aufpassen müssen. Obacht, Obacht. Gut, da hinten liegt unser Ziel. Und dann hoffen wir einfach mal, dass wir rechtzeitig hinkommen. Ach, ich dachte, das ist jetzt eine ganz lange Gasse. Aber nee. Wir hätten auch noch ein Stückchen fahren können. Na gut, dann flitzen wir eben den Rest. Ist ja auch okay. Kommen wir ein bisschen außer Puste an. Dann sieht es so aus, als hätten wir alles gegeben auf dem Weg. Das hat mir im Sportunterricht auch immer geholfen. Hab zwar nichts gemacht, aber sah durch mein schnelles Schwitzen immer so aus, als hätte ich 1000% gegeben. Ne? Dabei habe ich mich nur umgezogen. Wo haben wir denn die Location? Hat sie irgendwas gemietet? Irgendein Saal? Ist es irgendeine Wohnung? Ist es direkt der Friedhof? Aber hier wird doch kein Friedhof sein, oder? Ich habe leider keine große Erinnerung an diesen Laden. Aber das ist ja nicht schlimm. Man kann dann ja schöne neue Erinnerungen schaffen. Da sind wir. Oha. Wilde Deko. Guten Tag. Der Tisch muss noch weg. Echt? Der ist sau schwer. Hallo. Wie schön, dich zu sehen. Die Mutti. Oje, setz dich. Setz dich. Willst du ein Bier? Ach, schön. Die Mutti. Klar. Klar, sehr gerne. The Horde is my Salut. People. Prost. Ist schon ziemlich lange her. Wie geht's dir? Mir ging's schon mal besser. Ja. Ehrlich gesagt, ging's mir schon besser. Was ist denn los? In der Nacht, als Jackie starb. Sagen wir, seitdem laufen die Dinge nicht gut für mich. Sé cómo te sientes. Todos lo sabemos. Ich bin gerade dabei, eine Ofrenda vorzubereiten. Es ist noch so viel zu tun. Wir helfen. Ja. Ich könnte doch helfen. Danke, Cielo. Aber ich schaff das. Dass du kommst, um Lebewohl zu sagen, recht. Okay. Was ist das genau? Eine Ofrenda? Was ist das denn? Freunde und Familie versammeln sich, um die Toten und unsere Erinnerungen an sie zu feiern. Wir geben ihnen mit auf den Weg, was ihnen im Leben wichtig war. Bier wäre bestimmt weit oben auf Jackies Liste. Und Bier wird's auch geben. Sehr gut. Sehr gut. Das hätte ihm gefallen. Ich möchte an der Zeremonie teilnehmen. Aber ich meine richtig, wie es die Tradition verlangt. Aber ich habe einfach nichts Gutes, was ich ihm mit auf den Weg geben kann. Bier. Du trägst das Herz am rechten Fleck, mi niño. Keine Sorge, das ist nur symbolisch. Such in seiner Garage. Seine Vergangenheit. Findest du alles dort. In Jackies Garage? Jackie hatte eine Garage? Er hat sie meistens für sein Motorrad gebraucht. Aber vor einer Weile ist er da selbst eingezogen. Dort findest du ganz sicher was. Ich soll wirklich in seinem Zeug wühlen? No, mijo. Er ist fort. Und Begräbnisse sind für die Lebenden. Nicht für die Toten. Hier, der Schlüssel. Okay, danke. Danke, Mama Wells. Schon gut, wie.
Du hast Respekt. Das bewundere ich. Die Garage ist am Republic. I te veo. Okay. Tschüss. Ach Mensch, die Mutti, sie schultert das alles ganz alleine. Und ich bin mir sicher, sie kriegt das sehr, sehr gut hin. Bumsbirne, Hallöchen und ihr habt Rutschock mit 15 Monaten. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, abends kann es immer sein, dass wir auch was anderes spielen. Ne? Wir haben uns ja jetzt so ein bisschen auf die Switch eingeschossen. Momentan ist ja ganz gut Pokémon-Hype. Bei mir, bei vielen von euch. Und da ist Misty. Oh. Damn, wo wir gerade von Pokémon-Hype auch sprechen. Und das kann sich auch wieder ganz anders entwickeln. Absolut. Ja, also da bin ich offen für alles. Jetzt hatten wir es ja immer so, wo wir gerade von den Pärchensachen gesprochen haben. Wenn irgendeine Beta war, haben wir da ja gemeinsam reingeschaut. Das war auch super. Und das mag ich momentan sehr, sehr gern. Und bin da aber gleichermaßen offen, dass wenn sich irgendwann eine Veränderung anbietet, ja, wir die dann auch wahrnehmen werden. Absolut. Holy shit. Hallöchen. Und Manetsu mit 11 Monaten. Wie auch Barry mit 9. Dankeschön. Nicht mehr so aktiv, aber immer noch dabei. Liebe Grüße an Chat und Craft. Freut mich sehr. Hoffe, alles gut bei dir. Dankeschön. Ivy. Hallo. Sitzt du hier ganz allein? Sitzt du hier ganz allein? Ist nicht gerade das sicherste Viertel der Stadt, Misty. Ich habe schon mit 10 immer auf der Treppe gesessen. Jetzt bin ich 26. Hätte was passieren sollen, wär's das schon. Was machst du hier? Was machst du hier? Sitzen und warten. Auf ihn. Obwohl ich weiß, dass er nie mehr zurückkommt. Oh. Komme immer öfter her. Und sitze. Und warte. Eine Stunde, manchmal zwei. Ich weiß, das ist blöd, aber ich vermisse ihn so sehr. Willst du dich zu mir setzen? Oh, ist das sad. Überhaupt nicht blöd. Nur menschlich. So. Vielleicht. Kanntet ihr euch schon lange? Unser halbes Leben. Im selben Viertel aufgewachsen. Kannten uns ewig, aber waren nie zusammen. Bis vor einem Jahr. Ja. Das beste Jahr meines Lebens. Jack hat viel von dir gesprochen. Hat immer gesagt, wie viel du ihm bedeutest. Hat er das wirklich gesagt? Bestimmt nicht so, oder? Mag sein. Aber er hat's so gemeint. Da bin ich sicher. Mhm. Du kanntest den wirklich. Den echten Jackie. Alle anderen hielten ihn für einen Spinner mit Ecken und Kanten. Aber sie hatten Unrecht. Wer war er für dich? Wie hast du ihn erlebt? Weißt du, was er mal zu mir gesagt hat? Dass er eine Kugel für mich fangen würde. Selbst wenn er dabei draufgeht. Die Worte eines echten Haywood-Jungen. Ein Mann mit Träumen. Zielen. Und jetzt haben die ihn das Leben gekostet. Da drin ist viel von seiner Vergangenheit. Warum warst du nicht drin? Wieso bist du hier draußen? Hab keinen Schlüssel. Oh. Jackie, hat dir nie einen gegeben? So weit wart ihr noch nicht? Wollte er. Aber mir war es wichtig, dass er seinen eigenen Rückzugsort hat. Hm. Mama Wells bereitet einen Abschied für Jackie vor. Ich brauche etwas, das ihm wichtig war. Hilfst du mir beim Suchen? Ich glaube, ich sollte da nicht reingehen, wie... Noch zu früh? Nein, nicht deshalb. Mama Wells und ich verstehen uns nicht gerade gut. Sie würde nicht wollen, dass ich seine Sachen anfasse und sein Andenken störe. Jackie würde es aber wollen. Das ist wichtiger. Na los. Das stimmt allerdings. Und das wird sie auch einsehen müssen. Zum Wohle des Sohnes oder seines Andenken, besser gesagt. Des Andenkens. Mal reingucken. Ja, das, was ihm wichtig war, sitzt doch da. Da hast du schon recht. Aber wir können sie schlecht dann da in den Sarg packen. Die Garage. Überraschend aufgeräumt. Oh. Ein schönes Stück Metall und Mechanik. Er war so glücklich. Kriegen wir Jackies Bike? Oh boy, Mutti wird sowas sagen wie...
Nimm das mit, oder? Dass es auf der Straße ist, das hätte ihm gefallen. Irgend sowas kommt bestimmt. Schon länger nicht da gewesen. Wie geht's, wie steht's? Alles gut? Ja, nicht zu meckern. Momentan alles fein. Bald ist Winter. Ich freue mich. Die Games aktuell bocken unglaublich. Alles supi. Hoffe bei dir auch. Ja, das packen wir dazu. Das war ihm auch sehr wichtig, was wir hier sehen. Kein Man Cave ist komplett ohne sowas, hm? Er meinte, das sind Sammlerstücke. Ach so. Werden nicht mehr gedruckt. Ja. Mhm, klar, nur deshalb hängen die da. Ja, genau so ist es nämlich. Was haben wir hier? Wem die Stunde schlägt. Ernest Hemingway. Jack hat das unzählige Male gelesen. Immer vor großen Jobs. Oh. Er meinte, der Typ, der es geschrieben hat, war tougher als Morgan Blackhand. Hast du es gelesen? Ist es gut? Ich kam leider nie dazu. Wäre aber ein schönes Andenken für die Offrender. Das stimmt wohl. Das ist typisch Jackie. Wir schauen uns noch ein bisschen um. Die Zeit zum Zocken fehlt ein bisschen, aber sonst alles gut. Dann drücke ich die Daumen, dass sie auch wieder kommt, ne? Das klingt doch aber insgesamt erstmal ganz nice. Früher hat man Fürsten auch mit ihrem noch lebenden Gefolge bestattet. Es gab da auch mal eine Simpsons-Folge, wo Mr. Burns das für Smithers auch geplant hatte. Als Lohn für seine Treue. Schön mit im Sarg. Let's go. Was haben wir hier? Schön die Hantelbank. Jackie hat gern Gewichte gestemmt, hm? Er meinte, das sei seine Art der Meditation. Hat immer gesagt, Hanteln sind die besten Zuhörer. Verstehen deine Probleme und geben keine dummen Ratschläge. Johnny Walker. Da-da-da-da-da. Wo war noch was? Klassiker. Motivationsposter. Come on. Das hängt dir sicher seit 2020. Wow. Wow. Kriege ich auch ständig in der Insta-Werbung, ne? Solche Zitate schön gerahmt mit so einem Vogelschwarm oder dem Blick aufs Meer. Ach Mann. Was haben wir hier? Noch voll. Seine Lieblingssorte. Seine strategische Reserve. Nicht anfassen. Aha. Warum nicht? ¿Por qué no puedes tocar una reserva estratégica? Ah, an die Reserve wird nicht rangegangen. Alles klar. Oi, erstmal ein bisschen looten hier. Was haben wir da? Schlüssel für Jackies Zimmer. Aha, die hier auch rumliegen. Da waren die Poster. Werkzeuge, ja, normal. Normales Garagenzeug. Ein Boxsack mit dabei. Ansonsten nichts weiter von großer Bedeutung, wie es scheint. Außer das Buch eben. Ja, aus dem Lieblingsbuch zu zitieren, ist natürlich auch eine krasse Nummer aus so einer, ich sag mal, Festivität. Ein bisschen kompliziert die ganze Lage gerade, aber ich denke, das ist auch nur eine Frage der Zeit. Danke der Nachfrage. Ja, ich drück dir die Daumen auf jeden Fall, ne, dass sich das dann zeitnah so entwickelt, wie du das gerne haben möchtest. Ey. Oh, Jackie. Ist das ein Mandala? No, war der was? Puh. Lange Geschichte. Für sie malen? Hey, alles okay? So viel mehr als nur okay. Ich habe Jackie mal gesagt, er soll die dunklen Energien von hier verjagen. Zum Beispiel mit einem Sandmandala. Er meinte, aus Sand würde er uns ein Schloss bauen. Ein Heim für die Familie, eine Festung. Irgendwas. Hast wohl einen größeren Eindruck hinterlassen als gedacht? Das hab ich wohl. Sieht etwas schief aus. Na, es ist schön. So. Es ist schön. Es ist furchtbar. Oh. Aber auch das Schönste, was ich je gesehen habe. Oh Mann. Sehr gut. So habe ich immer versucht, meine Kunstarbeiten im Unterricht zu rechtfertigen. Wer war Jackie nochmal? Unser erster richtiger Kontakt. Der Dude, mit dem wir die ersten Jobs durchgezogen haben, die Tutorial-Missionen. Der, mit dem wir dann in den Tower rein sind, in dieses super Luxus-Nobel-Hotel. Und der uns dann im Auto leider verblutet ist. Das war dieser große Job, wo wir den Splitter geholt haben, der jetzt in unserem Kopf pulsiert. Was haben wir hier? Ein Foto. Ah ja. Hübsches Foto. Junge. Da sieht sie aber auch richtig evil aus, hör mal. Never forget Jackie. Endlich vor dem Rechner, auf der Arbeit läuft es gerade semi-gut. Endlich wieder nette Leute. Moin, Siva. Hallöchen.
Grüße, Scharfschützengewehrmunition, Jackie, der alte Sniper, Gürtel. Ledergürtel? Eine Art Andenken. Sein Vater hatte ihn und seine Mutter immer damit geschlagen. Bis sich Jackie eines Tages wehrte. Hat ihn krankenhausreif geprügelt und gesagt, beim nächsten Mal bringt er ihn um. Wow. Dann war der Alte weg. Warum sowas aufheben? Falls sein Vater zurückkommt. Wow. Das würde passen. Holy. Okay. Okay. Die Masken. Haufen Zeug. Ein Aquarium. Ein Aquarium? Das gehörte Taco. Und Taco war... Sein Fisch? Zwerghai. Echt winzig. Taco? Klingt nach einem ziemlich teuren Fisch. Glaub kaum, dass er den gekauft hat. Ja, wir erinnern uns an die Mission mit dem Leguan, ne? Da haben wir noch was. In der Ecke. Lieblingstequila. Jackies Lieblingstequila. Noch zu. Nein, ein Glücksbringer. Eine der allerersten Flaschen von Jesus de Abajo. Dem Gründer von Sanson Tequila? Davon gibt's weltweit nur noch 100 Stück. Gehören alle den Reichsten der Reichen. Wie hat Jackie die bekommen? Eine uralte Abuela hat sie ihm in Mexiko verkauft. Meinte, der Abajo hat ihr Rezept geklaut. Aha. Oh, das ist auch gut. Boah, ich struggle zwischen dem Buch und dem Getränk. Dem Tequila. Ah, haben wir noch irgendwas? Da leuchtet's noch. Wer hat gerne Motoren gebastelt? Mit 15 saß er das erste Mal auf einem Bike. Echtes Wunder, dass er nie den Asphalt geknutscht hat. True. Einfach Legende der Jackie. Da ist noch was. Basketball, signiert von Dante Gonzalez. Kam auch aus Haywood. Jeder hier hat gespielt, aber Dante hat sie alle alt aussehen lassen. Ich glaube, er war der Erste, der bei den Valentinos ausgestiegen ist. Wie Jackie? Mhm. Die beiden wollten mehr vom Leben. Dante ist jetzt Kapitän der NC Blackouts. Aha, könnte man auch nehmen. Ja, aber ich sehe mich schon bei dem Tequila. Ich fände aber die Kombination aus Buch und Tequila, so ein Schluck auf die Toten, diese Geschichte, ne? Diese Kombi fände ich eigentlich am geilsten, aber ich schätze, das werden sie uns nicht gönnen. Und mehr kann ich gerade auch nicht finden. Dort? Das muss Jackies Vater sein. Oldschool-Gänger. Valentinus natürlich. Kanntest du ihn? Nur vom Hörensagen. Hat bei Jackie aber nicht gerade schöne Erinnerungen geweckt. Jo, aber Mama Wells, hallo. Was für ein Kleid. Schick, schick. Ja, dann gucken wir hier mal noch rein. Wir können uns sogar verlinken. Okay, erstmal in Jackies Rechner hacken. Geht los. 1C55E9. 1C55E9, das sieht ganz gut aus. 1C55E9, E9 und noch mehr E9. Sehr gut. Kurz mal speichern zwischendrin. Und was haben wir hier noch? Drei Nachrichten. Dax von T-Bug. Hab ein gutes Wort für dich und W eingelegt. Er hat von dir gehört. Er erinnert sich nur allzu gut an dich. Wie will er treffen? Denke aber, das ist nur eine Formalität. Bis dann im Afterlife, Zwinker-Smiley. Samstag von Victor. Diesen Samstag steigt die Weltmeisterschaft im Schwergewicht. Siewitz gegen Blanco. Bier ist schon kaltgestellt. Vergiss nicht unsere Wette. Blanco gewinnt durch K.O. in der dritten Runde. Ich hoffe, du hast auch genug Eddies. Diesmal bin ich nicht so nachsichtig. Geil, schön bisschen Wetten, dies, das. Ah, das ist einfach Jackie hier in diesen Mails. Herrlich, man hört, dass er da seine Finger mit drin hat, ne? Nimm beides, trinken und lesen, denn nur Dichter sind Dichter. Absolut. Mal sehen, ob wir die Option haben, ne? Man darf dann auch nicht zu viel mitbringen, das ist auch klar, ne? Sonst ist es so ein bisschen Übersättigung. Aber die Kombo, die fände ich wirklich sehr cool. Ist das mit den Bugs eigentlich inzwischen besser? Ja, also ich habe den Vergleich jetzt nicht zu der mega verbuggten Version. Ich kann dir nur sagen, dass ich super wenige hatte bisher. Ja, und auch ganz, ganz selten, nämlich nur einmal bei einer Side-Mission ein Problem, das ich vermutlich selber zu verschulden hatte, welches dafür gesorgt hat, dass ich die Mission nicht so machen konnte, wie ich wollte. Aber ansonsten hält sich das wirklich extrem in Grenzen. Ja, da bin ich sehr zufrieden. Wunderschöne Maschine sucht neuen Besitzer vom Arc Bike Shop.
Jackie, mein Kumpel, du bist ein echter Glückspilz. Ein Sammler will so ein richtiges Schmuckstück in perfektem Zustand verkaufen. Der Preis passt, nur ein bisschen über deinem Budget. Meld dich bei mir, wenn Interesse besteht. Falls nicht, frag ich jemand anderen. Peace, Sid. Na dann, setzen wir uns. Sid, C. Ich drück immer Escape. Jedes Mal. Und es ist einfach falsch. Gut, wir nehmen den Tequila. Die nehme ich, ja. Perfekt für Jackie. Sehr schön. Okay, du hast etwas für die Offrende. Aber wir könnten uns noch ein bisschen umsehen. Ja. Könnte ich das jetzt auch noch nehmen? Oder tausche ich das dann? Ich speichere nochmal. Ach ja, typisch Jack. So. Steht jetzt die Flasche wieder da? Nein, wir haben beides. Aber vielleicht muss ich mich dann trotzdem entscheiden, ne? Wenn sie sagt, so komm, wie, dann sag mal, wie sieht das aus? Naja, wir nehmen die beiden. Und jetzt noch das Motorrad. Mit dem fahren wir jetzt einfach rein. 2 Jahre in Folge von Zuschauern der Serie Guns and Horses zum beliebtesten Motorrad gewählt. Guns and Horses, okay. Gut, ich hoffe, wir haben alles. Oder hat er noch irgendein Versteck in der Decke? Irgendwas auf dem Dachboden? Hat der Al versteckt oder so? Aber der musste ja immer eher in die Küche, ne? War selten auf dem Dachboden. Ja, gut. Dann würde ich sagen... Lass uns gehen. Weißt du wie? Ich bleibe noch ein wenig. Ich verabschiede mich hier. Mama Wes will mich eh nicht da haben. Was ist mit euch beiden? Was ist das, Mann? Was ist zwischen euch vorgefallen? Wo liegt das Problem? Sagen wir, sie sieht mich nicht als Schwiegertochter tauglich. Wow. Was hat sie denn gegen dich? Ich heiße nicht Camila und bin nicht Jackies Ex-Output. Camila war Mama Wells Liebling. Aha. Camila, du solltest mitkommen. Ja, wir werden sie jetzt nicht irgendwie zwingen, aber für Jackie und auch für ihren persönlichen Abschluss, so blöd wie das maybe klingt, glaube ich schon, dass das besser wäre. Komm mit, Misty. Es ist ein gutes Recht. Ich will Mama Wells nicht im Weg sein. Das ist für die Familie. Du warst seine Familie. Da hast du wohl recht. Danke, Vee. Okay. Also, gehen wir? Ah, ja. Die Macht der Worte. Wolltest du Night City je den Rücken kehren? Klar. Einmal habe ich es sogar versucht. Echt? Wie das denn? Bin mit gepackten Taschen ins Flugzeug nach Nepal. Dort wollte ich bleiben. Aber nach einer Woche habe ich es ohne Verkehrslärm und schreiende Nachbarn nicht mehr ausgehalten. Der Mensch als Gewohnheitstier. Oh, noch mehr Schnappes hier, hör mal. Können wir mitnehmen. Der gute Pfand. Der gehört daneben. Aber sind dich da nicht die, die die Sachen schreiben, die man dann liest? Dann müsste es ja trinken und schreiben sein. Ah, damn, da wird's dann langsam kompliziert, ne? Ich hoffe, wir gehen gleich nicht so in die Details. Sonst warst du das mit meinen glorreichen Plänen. Da sind wir drin. Und ich hoffe, die Mama ist jetzt entspannt. Er war ein guter Junge. Dann heb das Glas, Padre. Oh, Oder mehrere. Sorry. De acuerdo. Das werde ich. Stehen wir da jetzt mit an? Oder drängeln wir uns vor? Hallo. Wie? Schön, dass du da bist. Wir fangen gerade an. Setz dich, bitte. Oh. Oh, wie schön. Wow. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Ich werde euch nicht berichten, wie mein Sohn war, oder jammern, wie sehr er mir fehlt. Nein, ich erzähle euch eine Geschichte. Als er vielleicht 19 war, war Jackie ein Valentino. Damals hatten sie Krieg mit Maelstrom. Ich erhielt einen Anruf aus dem Krankenhaus. Er wurde 3-mal angeschossen, knapp am Herzen vorbei. Als ich ankam, war er bei Bewusstsein. Überall waren Schläuche.
Mein Junge sah aus wie ein Tintenfisch. Er sagte mir, mach dir keine Sorgen, Mama. Sieh, ich bin kugelsicher. Mir wird nie was passieren. Oh Mann. Als ich ging, nahm er seinen Valentinosring ab. Hat mir gesagt, er braucht ihn nicht mehr. Nicht, weil er Angst hatte. Er wollte nur nicht, dass ich mich sorge. Descansa en paz, mi hijo. Oh. Eine schöne Story. Hey, wie? Hey, Victor. Wir Mitglieder des Night City Devils Boxclubs haben ein Sprichwort. Mach die, die dich K.O. schlagen können, zu deinen besten Freunden. Ein guter Rat. Jackies Arm war wie eine Kanone. Keiner hat mich je so hart geschlagen. Ich spüre es noch heute. Ah, taumelt ganz schön da gerade. 12 Runden, Kumpel. Me mandó Camporta. Lamenta no estar aquí. Todavía le quedan 4 años que cumplir. Me pidió que leyera esto. Okay. Recuerdo cuando Jackie se nos unió. Era un niño fuerte. Cuando decía que iba a hacer algo, cumplía. Tenía honor. Podría haber llegado lejos. Mis condolencias a la familia. Que descanse en paz. Noch jemand? Klar. Ich erinnere mich gern daran, wie Jack und ich uns das erste Mal begegnet sind. Mein Job war es, ihn und seine Schmuggelware über die Grenze zu fahren. Er hatte geklautes Zeug von Arasaka gekauft. Eine super geheime, super wertvolle Eidechse. Ich weiß noch, wie er sagte, dass ich aus einer Gegend komme, wo alle zur Familie gehören. Also, er auch. Jackie Wells. Seine Freunde bedeuteten ihm alles. Er hatte Prinzipien. Er wollte hoch hinaus. Ja, alles, aber Freunde und Familie, das war sein Ding. Der beste Freund, den man sich wünschen kann. Und so loyal, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat. War er bereit, dafür zu sterben? Leider. Er sagte einmal, Brother, wir dürfen keine Angst vor den anderen haben. Er hat nie vergessen, wo er herkam. Seine Lieben waren ihm wichtiger als alles andere. Er wusste immer, was er wollte, aber er hat das nicht vergessen dabei. Für seine Lieben hätte er sein Leben gegeben. Und das ohne zu zögern. Aber das Wichtigste... Er hatte keine Angst vorm Leben. Er war nicht, wofür ihn die Leute hielten. Oh, schwierig. Schwierig. Das hat Misty so ähnlich gesagt, ne? Alle hielten Jackie für den lächelnden Charmeur, der in allem und jedem das Beste sah. Sie hatten Unrecht. Jackie Wells war ein ehrgeiziger, hartnäckiger Typ, dessen Tatendrang ihn am Ende das Leben kostete. Aber er hat im Leben immer getan, was er gesagt hat. Auf der Suche nach Ruhm und Ehre. Und dabei nicht mal ansatzweise erfüllt von Angst. True. Und wir dürfen... nur eins von beiden. Dann nehmen wir den Tequila. Er wollte immer mehr. Mehr vom Leben. Ruhe in Freude, Chum. Ich möchte einen Toast aussprechen. Prost. Por mi hijo. Auf Jackie. Danke für deine netten Worte, Vi. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Die Offrenda war wirklich schön. Wirklich schön. So viele Leute sind gekommen.
Selbst dieses Mädchen, auf das er sich eingelassen hat. Oh, komm schon. Könnt ihr euch nicht versöhnen jetzt für ihn? Benny, hi. Das wäre doch was sehr Schönes. Ihr Name ist Misty. Was? Misty. Und sie war ihm sehr wichtig. Verstehst du? Na los, lade sie doch mal zum Essen ein. Das wäre das Mindeste. Weißt du was? Du bist ein guter Mann. Jackie würde wollen, dass du es bekommst. Oh boy. Es ist das Motorrad, oder? Ganz sicher? Ganz sicher? Jackie würde mich umbringen, wenn das Teil auch nur einen Kratzer abkriegt. Oh. Dann zerkratze es eben nicht. Okay. Danke. Ich werde gut darauf aufpassen. Cuídate, Debbie. Krass. Dankeschön. Was für eine schöne Feier, was für ein tolles Abschiedsprinzip. Und wie geisteskrank lang das dann je nach Person und Kontaktliste dauert, oder? Aber echt sehr, sehr schön gemacht. Unser Jackie, unser Boy. Das war die letzte Feier, Misty. Hey, alles okay? Ja, schätze, ich bin mit meinen Gedanken immer noch in der Garage. Gib mir einen Moment. Klar. Dream, hi. Sie kommen bestimmt noch mal zum Ausgang dann. Was haben wir noch? Mit Padre, mit Victor, mit dem Barkeeper reden, okay? Hallo. Campo ist echt fertig. Ich vermisse ihn. Er hat einen Bruder verloren. Jetzt schon. Frag mich, ob er das nach deinem Tod auch sagt. Mierda. Ich auch, Capra. Fang nicht mit sowas an. Nicht heute. Ich auch. Auf Jackie. Unterwegs zu einem besseren Ort. Toast. Jackie Wells. Ein stolzer Sohn Haywoods. Hätte sehr gefeiert, wenn es sein Drink gewesen wäre. Wir erinnern uns. Ich muss weiter, Vic. Klar, wir sehen uns, W. Aber leider falsche Bar. Trotzdem, mit dem... Nein, können wir mit dem Barkeeper reden, damit er den Drink macht? Noch ein Drink? Für Yakito? Das wär's. Komisch, ohne Jackie hier zu sein. Komisch. So ohne Jackie hier. Hab die ganze Zeit das Gefühl, ich dreh mich um und er sitzt an der Bar, auf seinem Lieblingsplatz, wo er immer saß. Oh Mann. Gerne. Für Jackie. Amen, Bruder. Schade. Hätte ich sehr gefeiert, die Option. Vielleicht, wenn wir noch 10 Shots trinken. Ich nehme noch einen. Für die Sicherheit. Ich nehme noch einen. Trink so viel du willst. Oh oh. Ja, wir wollen es mal nicht übertreiben auf einer Trauerfeier, oder? Gut. Schmeckt. Und das war der Barkeeper. Padre. Oben scheint auch noch wer zu sein. Ist er das? Vermutlich, oder? Wo ging's denn hoch? Hier. Hier waren wir ja auch ganz am Anfang, ne? Die allererste Bar, wenn ich mich nicht irre. Mal schauen. Hier haben wir, glaube ich, gesessen. Auch schon eine Weile her wieder. Vikinja, hi. Cyberpunk Shadowlands, die Rache des Jackie Wells. Alles begann damit, wie ich nicht Motorrad fahren konnte. Ja, er konnte nicht in Frieden ruhen wegen meiner Fahrkünste. Damn. Craft, ein Motorrad, gut drauf aufpassen. Diese Worte passen nicht zusammen. Sie dachte, sie kennt uns, aber sie lag falsch. Hallo. Verabschiedest du dich hier von einem der deinen, Padre? Ich verabschiede mich von einem guten Mann. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Interessante Frage in Night City. Also, was meinst du, Padre? Blickt Jackie von da oben auf uns herab? Ich glaube fest daran, dass er Gott begegnet ist. Mehr nicht? Ich weiß nicht, ob Gott froh über das Treffen war. Aber ich denke, Jackie war es. Das ist ja geil. Ich denke nicht, dass Gott froh über das Treffen war. Oh Mann. Nice. Jackie, kanntest du ihn gut? Ich erinnere mich an den Tag, an dem seine Mutter ihn zur Welt brachte. Als sein Vater ging. Und als er dich in seinem Zuhause aufnahm. Ja, wie? Ich kannte ihn ziemlich gut.
Was ist los auf der Straße? Wie laufen die Geschäfte so? Das ist nicht der Ort für Geschäftliches. Zeig etwas mehr Respekt. Jo, ich dachte, das hat einen Bezug zu ihm. Oh Mann. Alexi, 12 Monate. Ganzes Jahr, vielen Dank. Ich muss weiter. Geh mit Gott. Dankeschön. Sehr weird hier mit den ganzen Zeitungen, aber gut. Kann man auch Tapete sparen, ne? Warum denn nicht? Dann hatten wir wohl alle. Mit den Valentinos können wir noch reden. Loot. Loot tut immer gut. Hier ist so rotes Licht. Falls ein paar Erdmännchen vorbeikommen, dann können die sich hier oben hinsetzen. Das ist nett, dass auch an die gedacht wird. Nur mal kurz Hallo sagen, hab so beschissene Migräne durchs Wetter, wie ich das hasse, lese ich leider sehr oft dieser Tage. Und das bedeutet, das Wetter darf sich dringend in den Griff bekommen, oder? Drück die Daumen auf jeden Fall, dass es schnell wieder besser wird. Migräne ist ein Arschloch. Wo sind die Wa- hier hinten. Hallo. Hey du! Trinkst du mit uns? Auf Welles. Ihr seht aber auch heftig aus. Ich glaube, wir kennen uns. Gustavo Horta. Wie? Hab von dir gehört. Mein tiefstes Beileid, Companiero. Von mir, Campo und allen Valentinos. Danke. Woher kanntet ihr Jackie? Sind zusammen durchgestartet. Bei den Valentinos? Nein. Im scheiß Bibelbuchclub. Jota. Mann. Hab nur gute Erinnerungen an ihn. Ruhen Frieden da oben, Hermano. Ich find's schön, dass sie es ja auch mit Humor zum Teil nehmen. Also, die Situation ist natürlich ganz schlimm, aber dass sie, ich sag mal, auf dich. Die Essenz von Cyberpunk, wie wir es auch kennen, nicht völlig ad acta gelegt haben, das finde ich stark. Na gut, warum nicht? Auf Welles. Möge er in Frieden ruhen. Jo. Lieber nicht, aber danke. Er weiß, wann Schluss ist. Schnauze jetzt! Vamonos! Ja, wenn wir mit jedem noch einen trinken, dann liegen wir hier auch gleich in der Ecke. Dann brauchen wir auch so eine Feier, ne? Toxi, hi. Ist aber auch echt furchtbar. Erst so Herbstwetter, dann wieder Hochsommer. Ja, ganz, ganz schlimm. Kann ich auch nicht leiden. Und ich hab nicht mal irgendwie mit Migräne oder so zu kämpfen und es kotzt mich schon an, ne? Oh boy. Okay. Heroes. Danke, Jackie. Wir sind draußen. Misty kam nicht nochmal. Okay. Wir wuseln mal ein Stück. Vielleicht ruft noch wer an. Ansonsten gucken wir... Oh, was ist das hier? Wurmpastete? Easy Beef. Wurmfleischpaste. Wriggles in your mouth. Geil. Ansonsten wollten wir ja Richtung Japantown und ein bisschen Main Story weitermachen. Oder vorne stehen schon böse Gesellen. Dann flitzen wir mal schnell rüber. In der Hoffnung, nicht überfahren zu werden. Und dann ist meine Frage... wir haben hier anscheinend noch Nachrichten. Aber habe ich jetzt das Bike schon... Jo! Wir haben einfach Jackies Bike. Wie cool ist das? Da ist es. Wow. Das ist echt cool. Ja, und irgendwie ist Jackie dann doch noch bei uns. Stark. Alexi, ja, mach's gut. Gute Besserung. Und Snorri, dankeschön für deine Subgeschenke. Vielen Dank. Oh, hat auch einen leicht anderen Sound, ne? Bilde ich mir zumindest ein. Bin ja weit davon entfernt, ein Motorradkenner zu sein, aber mit dem anderen sind wir ja nur doch schon eine Weile rumgecruised. Das wuselt im Mund, ja. So die letzten Zuckungen der Würmer. Weiß ich auch nicht, ob ich das irgendwie bräuchte, aber... Gut, ist dann im wahrsten Sinne eine Party in der Schnauze, ne? Nicht nur geschmacklich. Wehe, du fährst das Bike zu Schrott, ja, das könnte ich mir auch nicht verzeihen, aber ich kann auch nicht aus meiner Haut, ne? Und Mutti hat gesagt, Jackie hätte gewollt, dass wir das bekommen. Also, kann er auch nicht meckern, ne? Er kannte uns ja. Oh, das könnte knapp werden, doch nicht. Die benehmen sich hier. Die sehen das Bike und haben direkt Respekt. So nämlich. Und jetzt kommen wir... Zurück zur Main Story. Wir erinnern uns kurz, es ging um diese Parade. Na? Es ging um die Parade. Mit unserem guten Takemura haben wir da ein bisschen was geplant. Und waren jetzt drauf und dran, das durchzuziehen. Musste natürlich eine Menge vorbereitet werden.
Ich schätze mal, es muss auch jetzt noch einiges vorbereitet werden. Das war nur der Reifen, Leute. Alles cool. Immer noch ganz schön rutschig hier. Das war auch nur der Reifen. Oh, Junge. Geisterfahrer direkt. Wo müssen wir denn hoch? Ach, hier war ein Fahrstuhl, ne? Hier war irgendwo ein Fahrstuhl. Ich meine mich zu erinnern. Zu dem Bazaar. Ja, genau. Da ging es hier hoch. Einmal Aufzug, bitte. Und wir speichern nochmal. Für die Sicherheit. Ich finde es so geil, wenn die Ampeln walk sagen, wenn es grün ist. Ja, weil jeder irgendwie mit seinem persönlichen Holodeck oder seinem Smartphone dann ganz woanders ist, ne? Und dann hört man einfach nur auf die Ampel. Wunderbar. Bei deinen Fahrkünsten musst du mal Assassin's Creed Syndicate spielen. Ich meine mich an Kutschen zu erinnern. Die Parade fängt gleich an. Oh, fängt gleich schon an. Das sieht echt toll aus. Ah, das sieht wirklich schön aus hier, hör mal. Ja, und bei der Parade muss natürlich alles perfekt sein, ne? Was nicht so perfekt war, das war die Umsetzung von der Quest, wo wir da eingedrungen sind in das eine Lager, ne? Das war nicht so schön. Ich nur hin und wieder, aber wenn dann richtig. Kopfschmerzen, Übelkeit, das volle Programm. Kann es nicht bitte endlich einfach Winter werden? Da bin ich voll dabei, bin auch so ein Kaltmensch, ja? Er sitzt 2 Sekunden auf dem Moped und schon der erste Kratzer dran. Nein, das war nur der Reifen. Das täuscht. Das ist die Spiegelung auf der nassen Straße. Die täuscht euch da. Was haben wir hier? Afterlife, Braindance, Cyberspace, das ABC von Night Citys Leben. Den hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? Afterlife? Ach doch, diese Club-Empfehlungen. Musik-Events. Ja doch, wo das beschrieben wird. Hatten wir ganz am Anfang mal. Was, glaube ich, sinnig ist. Wie? Gerade rechtzeitig. Ah, hier. Moin. Hey, Goro. Wow, du siehst ja richtig gut aus. Ach ja? So fühle ich mich aber nicht. Ich habe einen eurer Skopburger probiert. Oh. Aha. Und wie war er? Lecker? Frag die Leute da unten. Oh. Die Parade beginnt bald. Ich habe auch gerade das Datum angepasst. Ich rate dir, sie auch anzusehen. Okay. Zweimal her. Fährst du so auch zum Dönermann? Zum einen funktioniert die Malware sogar viel besser als erwartet. Nice. Unsere Augen und Ohren sind im Wachraum. Ich habe die Kameras geprüft und weiß, wo die Scharfschützen sind. Es sind 3. Du musst sie alle ausschalten, ehe sie mich ausschalten. Mhm. Du kommst über viele Wege an sie ran. Der erste ist in der Nähe. Sollte leicht sein. Der zweite ist schwieriger. Du wirst klettern müssen. Der dritte versteckt sich auf der Fußgängerbrücke über der Straße. Wir sind hier. Hanako-samas Wagen wird hier beim Notausgang halten. Den benutzen wir, wenn alles vorbei ist. Von diesen Punkten hier hast du einen guten Überblick. Aber die Scharfschützen sehen noch besser. Wenn sie dich sehen, peng. Bye-bye, Dave. Falls das gefährlich klingt, denk dran, dass ich auf den Wagen springen, reinklettern und Hanako-sama treffen muss. Das Letzte fürchte ich am meisten. Oh. Alles verstanden? Bist du bereit? Tja, hoffen wir, dass er dann auch weiß, was er tut. Plan B wird's nicht geben. Warte, falls alles den Bach runtergeht, gibt's einen Plan B? Was glaubst du denn? Man beschuldigt mich des Verrats an Arasaka. Obendrein schlage ich mich zur Schwester des CEOs durch. Es gibt keinen Plan B. Dieser muss klappen. Tja, dann geht's wohl los. Der Plan ist richtig scheiße. Und trotzdem bin ich hier. Ich weiß. Dafür danke ich dir. Danke mir, wenn's vorbei ist. Jetzt geh auf Position. Also gut. Warte auf mein Zeichen. Alles klar. Pass auf dich auf, Goro. Allerdings fahre ich nicht so zum Dönermann. So fährt der Dönermann zu mir. Wir haben das trainiert. Hey, fancy. Flavore, danke schön für dein Abo. Bin in Position. Die Wagen fahren jetzt los. Sei vorsichtig. Wow. Sonst schicken sie Arasaka-Drohnen. Und ich habe einen Netrunner in der Arasaka-Uniform gesehen. Versteckt sich irgendwo. Okay, bin bereit. Ja, hier ist so locker jeder. Dann fangen wir an. Jeder Zweite. Du musst die Schützen erreichen, ehe Hanako-samas Wagen auftaucht. Na, Gent. Neutralisiere die Scharfschützen. Oh, damn. Ist das echt auf Zeit?
Ich hoffe, nein. M Plus und Cyberpunk heute. Na gut. Dann wuseln wir mal hin. Gucken, ob wir die kriegen. Vielleicht kommen unsere Mantis-Klingen ja zum Einsatz. Wobei ich hier doll aufpassen muss. Es gibt vieles zum Anspringen. Und an die Splitter komme ich gar nicht erst ran, Junge. Dichtes Menschengedränge hier. Oh, oh, oh. Eine halbe Gamescom, Junge. Chris, hallöchen. Grüße. Das wird zwei richtig scharf. Wochen ein Urlaub. Krasser Gegensatz zu den Massen, die Konzernkultur vereinen und nie was von dem Geld sehen. Zeig nice. Mir, komm, zeig mir den verfickten Gegensatz. Wie cool. So vielleicht? Oh, geil. Heiß. Oh, ich komm gleich, Baby. Was zum Teufel, Mann. Erinnert mich ein bisschen an die Kollegen in der Saar-Alor mit dem Selfie-Stick. Blutelfen waren das, oder? Du solltest nicht mal hier sein. Touristen. Geh wieder rein. Los. Ach, komm schon, Esse. Es ist so schön. Sowas kriegt man nicht jeden Tag zu sehen. Der Zugangspunkt ist sowieso sicher. Haben überall Minen platziert, eh? Oh. Wenn nur einer atmet, rums. Nur noch eine Wolke aus Konfetti. Oh, das ist eine gute Info. Das ist anscheinend nicht schlecht, hier ab und zu zuzuhören. Minen. Richtig Bock. Wenn man von Dazar-Alor aus runterging, standen da doch zwei Blutelfen mit einem Selfie-Stick. Und dann meinte die Trollwache auch nur so, Elfen, ey, was ist das, ne? Was ist mit euch? Du bist nah dran. Er ist gleich vor dir. Gleich vor er mir? Er hat die Leute im Blick. Ist abgelenkt. Der wird gar nichts merken. Naja, davon würde ich jetzt nicht ausgehen. Da oben? Oh boy. Na, mal schauen, ob wir da so einfach rankommen. Da hinten eine Komponente. Ein archiviertes Gespräch. Okay, von Kim und Mark. Mark, wo zur Hölle hast du diese Subunternehmer gefunden? Ich raste hier gleich aus. Die ganze Arbeit ist hingerotzt und wir liegen nicht im Zeitplan. Mark ist sad. Schieb dir deine Mod-Smileys in den Arsch und feuer einfach diese unfähigen Deppen. Kim, das würde ich ja gern. Aber ich entscheide nicht, wen wir anheuern oder feuern. Es gibt gewisse Leute, sehr unangenehme Leute, die bestimmen, wer den Auftrag bekommt. Und glaub mir, die wollen wir nicht gegen uns aufbringen. Davon wusste ich nichts. Ich werde dir alles erklären, aber nicht hier. Okay, bis dann. Nice, Kim, richtig Bock. Wir verlinken uns erstmal hier. Wait, ich sagte, wir verlinken uns erstmal. Hey, zack. Wunderbar. Wir brauchen 1CBD und nochmal Doppel-1C. 1CBD, 1C, sieht doch ganz gut aus hier. 1C, 1C. Und haben wir noch ein? Ja, na, guck mal hier, der Hackerman, Leute. Er war nie weg. Er war nie weg. Wir haben zwei Nachrichten. Ihr Erbe, dringende Antwort benötigt. Das kennen wir, glaube ich. Von Sanne, jawohl. Und Forever Young, es ist nur Nein, Spam. Ich habe nichts gehört. Der Kontakt zu ihm nur ist Spam. Vor ein paar Tagen abgebrochen. Wir haben nicht vor... Mhm. Oh. Verstanden. Ich werde seine Familie informieren. Okay. Das ist gut zu wissen. Kerzen hier in der Kiste, alles klar. Kann ich hier einfach hoch? Oh shit. Da ist schon der erste Falle, wie es aussieht. Oh boy. Das könnte unangenehm werden. Verdächtige Aktivität in Sektor 3C. Wertiger Junkie beim Ballonstand. Kümmert euch drum. Nehmen wir die. Position halten! Goro, ich hab den Näheren erledigt. Jetzt spring auf den Balkon mit dem grünen Pfeil. Nimm den Fahrstuhl. Geh über die Brücke auf die andere Straßenseite. Tschüss, Mine. Die hätten wir bestimmt noch entschärfen können oder so, ne? Oh nein, was ist jetzt? Drohnen? Ah, scheiße. Er hat uns gewarnt, ne? Aber halb so wild. Noch eine? Komm schon. Die Overwatch. Ist auch für dich da? Nein, die hatte was Episches dabei. Jetzt ist sie weg. Was haben wir hier? Zur Ablenkung. Transformator. Ja. Overtune. Handfächer. Vielleicht hat der Boy noch was Geiles dabei. Warte, ich will looten. Ich habe erst überlegt, ob wir versuchen, mit den Mantis springen. Mit den Mantis Klingen über die Mine zu ihm zu jumpen. Aber nee. Nee, nee. Wir gehen hier jetzt lieber nochmal schön in Ruhe. Reagan. Und was? Wo? Von wo? The fuck? War das schon der nächste Scharfschütze oder was? Oder ist er unter uns? Ich habe original nicht gesehen, von wo die Angriffe kommen. Nochmal kurz heilen. Das ist echt schon der nächste. Ich sehe es nicht.
Ich sehe es einfach nicht. Was zum Fick? Oh, Kaido ist auch zu Besuch. Ja, moin. Ey, ich habe gerade Legend nicht gerafft, von wo die Schüsse kommen. Das feiere ich gar nicht. Da ist der zweite. Da drüben. Kriege ich den von hier? Hier sind Leute. Da oben könnte mich wer sehen. Vorsicht, Vorsicht. War das der von da drüben dann maybe schon? Ich doch nochmal hier rüber gehe. Dort? Ja, den treffe ich anscheinend nicht. Der ist da so hinter dem Fenster, dass ich ihn nicht kriege. Aber auch da sehe ich keinen Scharfschütze 2. Das ist ja weird. Na gut. Wir versuchen mal, so halbwegs normal rüber zu gehen. Aber das war schon der, ne? Der hatte auch gerade das Ausrufezeichen. Ihr kennt mich alle kreuzweise! Hey! Sei still! Bist du bescheuert? Die haben Tom umgebracht und rücken seine Leiche einfach nicht raus. Und ohne Leiche keine Entschädigung. Hyänen! Mörder, verfickte Diebe seid ihr! Sauhaufen! Es reicht jetzt! Du weißt nicht, wer dir zuhört. Das ist ja das verfickte Problem. Keiner hört zu. Oh, keiner hört ihr zu, außer ihre besoffene Freundin. Ich will zu dem Splitter, Leute, lasst mich durch, das ist ein Notfall. Ich darf nicht. Komm da nicht so einfach durch. Nun gut. Dann fahren wir wohl mal runter. Ich möchte gern zum Scharfschützen. Gibt es nicht, dann nehmen wir den. Das ist wichtig. Oder redet mit jemandem. Ich verlinke dich, damit wir weiter zuhören können. Noch einmal, die Sicherheit ist unzulänglich. Sie erfüllt keiner unserer Normen. Hanako-sama sollte nicht hier sein. Oh. Stellst du Yorinobus Befehle in Frage? Mach deinen scheiß Job. Verstanden. Over and out. Genau wie erwartet. Oder ist hier. Ich melde mich, wenn ich was Neues weiß. Ja, das klingt doch ganz gut. Aber ich glaube, das ist der falsche Balkon, oder? Von hier kommen wir... Ja gut, vielleicht, wenn gerade kein Wagen da langfährt, da tanzt auch irgendeiner so richtig random. Junge, was das für Festwagen sind. Holy shit. Ja gut, dann probieren wir es mit dem Markt. Ne, da waren wir eben, oder? Ich meine, wir hatten eben zweimal Balkonien zur Auswahl. Ich habe mal in einem Schienenersatzverkehr gesessen. Hey, die Robosau kenne ich. Oh. Adam Hackfresse Smasher. Oh no. Der Typ, der dich gekillt hat? Typ? Der Wichser ist kaum noch Mensch. Aber weißt du was? Gut, dass er hier ist. Warum gut? Ich bin schon in der Welt ohne Saburo aufgewacht. Muss ich halt mit Smasher Vorlieb nehmen. Vorlieb nehmen? Du hast doch nichts zu verlieren. Okay, okay. Dann eben wir. Dein Finger am Abzug, schon klar. Ja, Johnny geht aber auch hier gerade auf und ab wie so ein Tiger im Käfig, ne? Smasher, das war dieser mega zugepackte Super-Tech-Freak, der auch damals ganz oben in der Super-Luxus-Suite mit reinkam als oberster Wächter, ne? Oh boy, den muss ich nicht wirklich sehen. Versuch den Wartungsbereich zu erreichen. Von dort kannst du hochklettern. Okay. Achso, und dann darüber und dann darunter oder so. Okay. Hey, wie cool. Ich will eigentlich am liebsten die Parade angucken, ne? Bin gerade voll eingepennt und übel hochgeschreckt, als Menne fragte, ob ich auch Kaffee und Kuchen möchte. Das Ding sieht nicht gerade stabil aus. Lull. Sicher, dass Takemura dir nicht ein kleines Upsi eingebaut hat? Upsi. Ja, aber dann lieber mit einem Schreck dieser Art geweckt werden, oder? Ich habe mal in einem Schienenersatzverkehr gesessen, wo der Fahrer ähnlich gruselig gefahren ist. Da sind manche Passagiere schon nach der ersten Station freiwillig aus. Fuck! Ich wäre fast gestürzt! Liegen. Sei vorsichtig! Du darfst nicht auffallen! Ja, den ging's dann so wie mir hier gerade, ne? Hab ich doch gesagt. Schaffe ich es darüber zu springen? Ohne neue Beine? Das finden wir jetzt einfach raus, würde ich sagen. Jo, schaffen wir. Oh, schnell! Wenn wir schnell rennen, dann stürzt hier auch nichts mehr ein. Das ist meine Logik. Ein Splitter. Lüftungsschächte. Das ist ja toll. Für alle Meuchelmörder, die hier rumkriechen, kleine Notiz hinterlassen. Wo ist der WoW-Wagen? Das läuft doch in dem Jahrhundert safe noch. Das stimmt, aber vielleicht heißt es dann anders, ne? Vielleicht wurde es mal umbenannt.
Hey, mir wurde eben gesagt, dass irgendwas auf Ebene 3C Hölle stinkt. Kann jemand mal nachgucken gehen? Vielleicht ist irgendwas in die Lüftungsschächte gekrochen und verreckt. Sagt mir Bescheid, wenn es erledigt ist. Danke, Kim. Toll. Schön hat verwesende Opossum erstmal aus dem Schacht kratzen, Leute. Übelbock. Allzwecktroll, hi. Grüße. So. Dann sind wir jetzt schon... Irgendwie musst du runterkommen. Sei vorsichtig. Bisschen näher dran. Das machst du gut. Aber wenn ich... Vorsichtig. Ja, doch. Ich brauch dich lebend. Bro. Vergiss das nicht. Entspann dich. Wenn ich mir diese Linien oben rechts auf der Karte angucke, dann kriege ich jetzt schon einen inneren Schreikrampf, ne? Wo ich Keanu sehe, irgendwer hyped für Matrix 4? Ja, ich bin sehr gespannt. Also Matrix war ich auch ein bisschen zu jung, glaube ich, noch für. Als so der erste große Hype war, habe ich dann nachträglich mal geschaut. Und war natürlich cool, ikonischer Film, bringt ja heute noch einige Jokes auch aus dieser Richtung, ne? Sei es mit den Pillen oder mit was die gleiche Katze und so weiter. Deswegen sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Was ist denn mit dieser Kackdrohne? Die schieße ich jetzt erstmal runter. Komm, guck mich doch an. Komm doch her. Muss nur meine Waffe finden. Zack. Feierabend. Das Schlimmste an den Drohnen ist, dass sie mit dem epischen Loot einfach runterfallen. Das ist echt kacke. So. Hab noch nie Matrix gesehen. Ja, dann gucken wir einfach die Teile, bevor der vierte kommt. So ähnlich, wie wir es mit Godzilla gemacht haben. Laufstegsegment lösen. Ist das eine gute Idee? Oh. Jetzt habe ich... Habe ich jetzt freien Schuss auf ihn? Nee, ne? Es ist ihm auch nicht auf den Kopf gefallen. Und ich werde wieder von irgendwelchen Drohnen aus tausenden Richtungen hier anvisiert anscheinend. Dann hüpfen wir hier mal noch runter. Dann gibt es auch Xenomorphe bei Lüftungsschächten. Ja, da habe ich richtig Bock drauf. Die fehlen mir noch gerade bei der Mission. Wusste eben schon nicht, von wo ich angegriffen werde. Baoshai. Grüße, Grüße. So, wir sind 35 Meter noch entfernt. Auch hier könnten wir so ein Segment lösen. Ich verstehe nur noch nicht so richtig, warum, um ehrlich zu sein. In der Hoffnung, dass ihm das auf den Kopf fällt. Zur Ablenkung. Hier noch eins runter. Ne, ich sehe den immer noch nicht, ne? Der ist ja wirklich gut verbarrikadiert. Man könnte meinen, das sind Profis. Der erste jetzt vielleicht nicht so. Der hat ein bisschen gepennt, aber... Der hat ja einfach auch sich darauf verlassen, dass das mit den Minen und so weiter hinhaut. Ne? So. Jetzt bin ich aber sehr, sehr nah. Matrix Watch Party im Stream. Schön Marathon, let's go. ist er das? Der ist ja aber auch halb AFK da, hör mal. Rums. War aber anscheinend nicht irgendein anderer Arasaka-Dude. So, kann ich nochmal speichern? Jupp. Okay. Das sieht nicht so gut aus für ihn. Nur noch ein paar Meter. Ah ja. Und du hast ihn. Hier ist wieder eine Mine. Kann ich die entschärfen? Ja. Haben wir gemacht. Oh damn. Kann ich durchs Glas schießen? Scheiße. Ah, zu lange mit der Mine gebraucht, ne? Oh, Vorsicht. Sniper-Duell. Guter Treffer. Ziel erledigt. Sehr schön. Das hört man gern. Okay. Das hätten wir... Am Ende des Raums findest du eine Tür zu einer Treppe. Sie ist die kürzeste Route zum nächsten Schützen. Er ist weit oben. Ich gebe Bescheid. Neue Heilungsdinger bekommen hier, hör mal. Der Max Dog, nice. Er hätten wir ein bisschen unauffälliger machen können. Hör zu. Mitteilen, dass die öffentliche Sicherheit gefährdet ist. Sie muss hierauf. Sofort. Arasaka ist problemlos in der Lage, seine Leute zu schützen. Frag deinen Boss, was ihm lieber ist. Das Arasaka-Image oder seine Schwester. Alles ist unter Kontrolle. Over and out. Hörst du das? Sie wissen etwas. Vielleicht viel. Wir müssen uns beeilen. Ja, wenn die jetzt anfangen, bei ihren Schützen mal nachzufragen und die antworten nicht, ne? Archiviertes Gespräch von... Oh, das war falsch. Stopp. Ich wollte dahin. Von Nicolas und Huberto. Ist er bei dir vorbeigekommen? Wer? Ist er also nicht? Sonst wüsstest du, wovon ich rede. Na, was meinst du denn? Nicht was? Wen? Dieser verdammte Ninja. Keine Ahnung, wo die all den aufgetrieben haben. Aber im Ernst, der guckt dich einmal an und du machst dir vor Angst in die Hose. Ist der mit der Prinzessin hier?
Ha, sieht aus wie ihr Bodyguard. Er kam vorbei und hat ihr irgendwas abgelegt. Ausrüstung oder so. Vor 15 Minuten oder so. Ich zitter immer noch total. Im Ernst, sei vorsichtig bei den Typen. Ein Ninja. Haben sie Naruto angeheuert? Oder meint er diesen Smasher-Dude? Aber der sieht doch bitte nicht aus wie ein Ninja. Was zum Teufel? Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Hat er hier die Ausrüstung hingelegt? Da ist noch irgendwas Weißes, aber ich glaube, weiße Stirnbänder sind jetzt nicht so spannend. Nee. Nun gut, vielleicht finden wir das ja noch. Beziehungsweise linken wir uns erstmal rein. Zack, und kriegen hier bestimmt auch noch was Schönes raus. Zweimal 1C und dann zweimal BD. 1C, 1C, BD, BD. Das sieht doch sehr gut aus. 1C, BD, BD. Und eine 55 haben wir leider nicht nochmal. Nun gut. Dann schauen wir, was wir hier noch haben. 4 Nachrichten bestimmt auch Spam, oder? Sorgfältig lesen. Das ist da auch wieder wie der Scam. Bei meinem Onkel hat es funktioniert, ja. Ey, Mann. Sie wurden angegriffen, ja, Malware und so. Sie haben gewonnen und sichere deine Seele. Kennen wir auch alles. Kennen wir auch alles. Und ich mache wieder, wie üblich, denselben Fehler. Mit Escape und C. Gut, hier irgendwelche Ausrüstungen. Naja, Splittergranate ist okay. Vielleicht hat er das versteckt. Hat er einfach noch mehr Minen gebracht? Hat er Teleportpunkte gesetzt? Aktivität, oh shit. Hier. Nee, hier ist keiner. Hier ist gar keiner. Ach, Kacke. Ich hoffe, er hat nicht dem Scharfschützen Bescheid gesagt. Ach, damn, hätte ich eigentlich wissen müssen, dass sie hier patrouillieren, ne? Wir haben ja draußen auch so einen random Nicht-Scharfschützen-Dude eben gehabt. Ich muss mich gerade voll freuen. Meine Schwester hat mir ein Video von meinem Neffen geschickt. Der ist das erste Mal ohne Festhalten gelaufen. Halt Kontakt, da. Ich greife an! Sie werden so schnell groß, oder? Kontakt! Feindkontakt! Oh, damn. Wollt ihr mal eine meiner neuen Nades testen, Leute? Oh, scheiße. Ihr fangt. Viel Spaß damit. Fickt euch. Butz. So. Harte Gegner, harte Worte. Feuer! Zack. Melee Sniper. Oh, warte, wir switchen lieber mal, oder? Wollen wir switchen? Butz. Zur Shotgun. Oh, treffen wir allerdings eine gute Alternative. Zu nicht treffen. Sehr gut. Oh, oh, oh. Verschwiegenheitserklärung hat der gedroppt. Wie geil. Und das sieht gar nicht gut aus hier. Das ist auch ein fucking Panzer. Flieger, Schießer, Drohnen, Penner. Ah, damn. Beweg dich doch nicht. Du Hund. Sehr gut. Ich kann auch ohne Festhalten laufen. Alter, Chloa, übernimm dich nicht. Zum Montag, ne? Ein paar neue Sachen probieren. Ausgezeichnet. Hier wurde aber auch sauber durchgeballert. Du bist doch völlig irre. Natürlich. Wäre ich doch nicht hier. Wo ist er denn? Hallo? Ja, da war mein Finger etwas schneller als seiner. Jetzt konnte ich aber nicht in Ruhe gucken, ob wir hier noch irgendwo geheime Ausrüstung haben. Verschlossen, verschlossen. Waffen nehmen wir mit, die können wir wieder schön zerlegen. Das sind irgendwelche Automaten. Hier wäre noch ein Fahrstuhl, aber auch verschlossen. Okay. Naja, dann hält sich das mit dem Loot noch ein bisschen in Grenzen. Daniras, hi. Aber maybe finden wir ja gleich hier was. Guten Tag. Vorsicht, rutschig. Das brauche ich mal auf den Straßen vorne. Da können die solche Schilder mal hinstellen. Versuch, den Wartungsbereich zu erreichen. Und dort kannst du hochklettern. Und wenn das nicht klappt, kannst du über die Brücke zu deiner Rechten. Achte auf die Wagenjets. Halt den Kopf unten. Sonst wirst du gebraten. Oh, toll. Das klingt super. Sonst werde ich gebraten. Kann ich nochmal speichern? Das wäre echt toll. Wir laden nochmal nach. Rockerjacke aus verstärktem Leder. Oh Junge. Was die hier in irgendwelchen Koffern immer lagern, ne? Da hatten wir ja auch mal so einen Schmuggel. Da sind Rohre. Da drüben ist die Baustelle. Mit dem Drachen hier. Sehr, sehr cool. Und ich hoffe, der macht mir keinen Schaden. Ich hoffe, das ist wirklich nur so eine Projektion. Kann ich hier? Dankeschön. In der Hocke einmal durch. Die Rohre sehen stabil aus. Klettere daran hoch. Okay, ich versuch's. Oh shit. Was jetzt? Down. Unten da noch was? Ich seh's nicht. No way! Ihr habt den echt getroffen? Holy shit. Widowmaker hier. Das war ja krass.
Schön in den Nebel rein, Junge. Pandaria entdeckt und den Kollegen weggeheddert. Nice. Noch höher. Da oben soll der sein und er läuft. Ach, bitte sagt mir nicht, der hat mich auch schon gesehen. Schleichtechnisch ist das jetzt wieder mal nicht so überragend gelaufen, aber auch damit... Oh, damit kennen wir uns ja aus. Die haben echt langsam reagiert. Aber von mir aus. Zack. Weniger Probleme für uns. Schlimmsten ist immer, wenn sie Hilfe rufen. Das ist am allerschlimmsten. Die fünf besten Arbeitgeber in Night City kennen wir. Haben wir schon häufiger gefunden. Wäre einiges heißen, oder, wenn die sowas lesen hier. Scheinen jetzt nicht so happy zu sein mit ihrem Job. Also gut, jetzt ohnehin nicht mehr, aber davor auch schon nicht. Zur Baustelle, ja. Da wollen wir hin. Johnny hat sich lang nicht mehr gemeldet dafür, dass wir hier gerade die Truppen über den Haufen ballern. Ich beneide ballern. Dich gerade echt nicht. Oh, damn. Feierabend. Wie das duftet. Oh ja, knall hier runter, dass ich dich looten kann. Na, wo ist die hin? Droni, die Drohne. Liegt sie da oben? Da komme ich auch nicht ohne weiteres hin. Ach, verdammt. Sie gönnen den Epic-Loot nicht, Leute. Ich flipp aus. Und alle haben ihre Verschwiegenheitserklärung dabei. Wie so ein Mutti-Zettel. Wenn wir früher mit der Schulklasse irgendwie zum See gefahren sind, brauchten wir auch einen Mutti-Zettel als Bestätigung, dass wir schwimmen können und so, ne? Dass die Lehrer dann nicht verantwortlich sind, wenn wir absaufen. Das heißt, die Eltern bestätigen, dass die Kinder schwimmen können. So ist es ja auch mit den Verschwiegenheitserklärungen. Ohne die darfst du nicht mit zum Betriebsausflug. Und wir sind oben. Und da lauert unser Schütze. Sehr, sehr gute Position, muss man den Leuten lassen. Aber ob sie auch wirklich retten wird, mal sehen. Soll ich da einfach mal eine Nade reinpfeffern? Könnte das gehen? Kann ich nochmal speichern? Ja, warte mal. Maybe, wenn ich sage... So? Oh. Okay, er ist wach. Er ist wach. So? Ne, fliegt leider zu weit. Was ist da jetzt noch? Oh, sag mir nicht, das große fliegende Ding. Ich dachte, er guckt dann mal raus, wenn ich ihn wach mache. Aber nee. Schade. Hier ist eine Leiter. Ich hätte es mit der Granate durchs Fenster deutlich cooler gefunden. Muss ich ja leider mal so sagen. Puh, das wäre erledigt. Ja, offensichtlich. Gut gemacht. Ein Problem bleibt noch. Und zwar? Arasakas Netrunner. Oh. Scheiße. Ich dachte, das gehört zu dem Gespräch, dass er irgendwas hochlädt, aber das war die Mine. Oh. Da war dieser Ton und ich dachte, er lädt was hoch um uns von dem Problem. Naja. Manchmal ist das Problem eben genau vor uns und nicht nur in unserem Ohr. Ist ja auch etwas zu glatt gelaufen. Toll. Mann. Lief so gut die Mission. Schütze auf der Fußgänger. Scheiße, ey. Ah, jetzt. Der weiß. Puh, das wäre erledigt. Jetzt aber rein. Ja, offensichtlich. Gut gemacht. Das sind alles Minen. Ein Problem bleibt noch. Und zwar. Arasakas Netrunner. Sie hat Kontrolle über alle Netzwerke. Du musst sie erledigen. Sonst können wir den Wagen nicht übernehmen. Sie versteckt sich in einem unfertigen Wohnhaus in der Nähe des zweiten Scharfschützen. Okay, bin unterwegs. Okay. Oh, legendäre Komponenten. Ja, nice. Hochgeladen, more like hochgegangen. Ja, scheiße, ne? Das war echt richtig Panne, Mann. Aber lief er auch zu gut bisher, oder? Seien wir ehrlich. Bisher war es ja viel zu easy hier. Campi, ja. Diese 3 Sekunden der maximalen Verwirrung. Ja, stellt euch auch vor, ich hätte mich angeschlichen an denen. Und dann auf einmal, das waren ja auch 3 Minen, ne? Von allen Seiten hätte ich auch gedacht, auch schön. Bisschen Musikuntermalung. Mhm. Hervorragend. Ach, Mann. Gut. Aufklärungsgranate. Schön ranzige Kakerlaken überall. Was haben wir hier noch? Wieso kann ich nicht interagieren? Jetzt. Erstmal reinlinken. Und dann sollen wir zum Netrunner. In der Nähe vom zweiten, hat er gesagt, ne? Aber die waren ja jetzt auch nicht so weit auseinander. Nur die Höhe war ja eigentlich ein Problem. 55, 55, 1C. Das sieht doch hier eigentlich wie gemacht für uns aus. Nochmal 1C, 55. Das sieht doch ganz gut aus. Zack. Ja,
Das war super. Und was steht so drin? Was ist das denn? Achso, das Net. Ich wollte gerade sagen. Hell, neue Übersicht. Porno-Braindance-Werbung. Rettet mein Leben. Verschlüsselt. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal, oder? Zum Befreien. Bitte retten Sie mein Leben. Ich zahle das Geld zurück, wenn ich frei bin. Ja, zusammengeschrieben. Das war auch so eine ganz seltsame Hilfsnachricht. Und in den Sternen. Die Stars von morgen. Die kriegen nur Spam, hör mal, ne? Man könnte meinen, die Scharfschützen schreiben gar nicht mit ihren Familien. Was ist mit denen? Schön auf dem Arbeitsrechner nebenbei, ne? Oh, Päuschen machen hier, während wir die Obertante beschützen. Archiviertes Gespräch von Mallory und Vicky. Ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Wenigstens ist es warm. Es stinkt nur echt widerlich. Oh Mann, das ist nicht toll, Vicky. Ich würde dich ja bei mir schlafen lassen, aber wir haben eine Nachricht bekommen, dass wir keine ehemaligen Mitarbeiter kontaktieren dürfen. Und überall sind Kameras mit Gesichtserkennung. Ich weiß, ist schon okay. Keine Sorge, das wird schon. Ich suche mir einen neuen Job und dann bin ich bald wieder auf den Beinen. Das würde ich dir echt wünschen. Wir drücken dir alle die Daumen. Sorry, ich muss los. Ich glaube, da kommt jemand. Okay, melde dich, wenn du kannst. Vicky? Vicky? Oh, boy. Das ist nicht so gut gelaufen für Vicky. Interessante Beleuchtung von unseren bösen, unmenschlichen Todesgegnern hier. Interessant, dass sie sich für diese Art der Darstellung hier entschieden haben. Sollen wir etwa Gewissensbisse kriegen? Hier ist aber auch irgendwas faul, oder? Als ob hier der ganze Kram einfach so rumliegt. Wirklich? Hier kommt doch gleich der Smasher-Kollege um die Ecke, Junge. Der hat das doch im Griff. Kondome in der Kiste. Das heißt, wir werden gleich richtig gebumst von den Gegnern. Gar kein Bock, Mann. Das Tagebuch der Watson Whore hatten wir auch schon häufiger. Scheint ein beliebtes Büchlein zu sein hier in diesen Kreisen. Das ist alles zu, nehme ich mal stark an. Können wir es irgendwie öffnen? Klimaanlage? Nö, nö, nö. Das können wir höchstens in die Luft jagen. Spunky Monkey, Junge. Lecker Schmecker. Bounceback, okay. Gehen wir da noch hoch, ja, oder? Bevor wir wieder in den Fahrstuhl steigen. Gucken wir uns um. Bei den Kondomen in der Kiste musste ich voll an Eis.de denken. Schön, was langes, kaltes, Leute. Ausgezeichnet. Und das wäre jetzt obendrauf, ne? Wäre auch eine Option gewesen, dass wir erstmal hier raufsteigen und dann den Sniper-Kollegen von oben erlegen. Oh, ist aber auch scheiße für ihn, ne? Einfach von oben, Junge, kaputt gebasht, zack. Denkst, das alles im Visier, nur die Kackvögel von oben nicht, ne? Scheiß auf die Tauben. Und dann komm ich. Taubsi, Junge. Und weg ist er. Nochmal speichern, für die Sicherheit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so glatt weiterläuft. Zum Balkon wollen wir. Urlaub auf Balkonien. Und der Netrunner wird mir, wenn es blöd läuft, wieder richtig auf den Sack gehen mit Überhitzen und so, ne? Das, was viele von euch in ihrem Playstyle ja genossen haben, das kriege ich ja häufig nur als Gegner serviert. Und das kann böse enden. So zum Beispiel. Scheiße, nicht gut. Oh, nicht jetzt, Johnny. Johnny, beruhige dich. Dann kann er auch nichts für. Glaube ich. Okay, Vorsicht. Das macht's natürlich jetzt nicht einfacher. Aber das haben wir ja auch nicht erwartet. Komische Graffitis. Oh, damn. Jetzt wie? Ich habe Ihre Aufmerksamkeit. Was denn hier? Link rausziehen. Clan-Stützpunkt oder was? Ist er das? Trenne den Netrunner. Ja, dann. Bist schon zu lang online. Zeit für eine Pause. Ist wichtig. Regelmäßig Pause. Fuck. Oh! Oder? Natürlich bist du hier. Scheiße. Ich hab dich. Oder du sollst One Piece weiter schreiben. Auf die Entfernung. Holy halt shit. Dich von der Klinge fern. Sonst macht der Sashimius nach. Ja, ich hab selber meine Klinge hier, Bro. Putz. Angriff ist die beste Verteidigung. Oh, aber vielleicht nicht bei dem. Mach erst kurz, du Bock. Holy shit. Oder glaubte, er tut das Richtige, aber er irrt sich. Du stehst auf der Seite des Guten. Ich glaub, du musst dich wehren. Der ist besser mit den Klingen als ich. Holy shit. Achtung, er will die Tarnung aktivieren. Achte auf Lichtstörungen. Oh mein Gott, was ist er? Verdammter Dämon, Junge. Untergemura. Oh mein Gott. Jo, bei dem sollte ich meine eigenen Klingen echt zu Hause lassen. Wir pfeifen uns mal schön in die Midis rein hintereinander. Dass wir auch stabil bleiben. Um Gottes Willen. K
Käferschwarm, ist der Dudu oder was? Junge, der tankt aber gerade alles. Oh mein Gott. Nate, du Hund. Vielleicht gefallen ihm die ja gar nicht. Ah, geht so. Dafür bezahlst du! Ja, von mir aus. Was macht er denn? Er kommt gerade gar nicht raus aus dem Granatenhagel, oder was? Shit, 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 shit. Oh, Junge. Ja, er kriegt ein bisschen Schaden. Vom Feuer auch, aber seine Defense ist strong. Oh, er ist einfach ein Nubarak-Käferschwarm, ja. Er holt die Mantis, Leute. Oh, der ist krass. Ja, wir kriegen den, wir kriegen den. Er hat halt echt ein solides Arsenal von Abfuck-Fähigkeiten. Aber wir haben nicht umsonst unser Leben verbessert. Also, zumindest stat-technisch. Schnell nochmal nachladen. Oh, damn. Holy shit! Was geht jetzt? Das ist diese Lichtgeschichte, die er meinte, oder? Kommt er von da, maybe? Leider nein. Wo ist er? Ah. Ach da. Hab noch eine Nate für dich, Kollege. Der rackt, ne? Der heilt sich. Es ist WoW-Arena, oder was? Haut er ab und rackt sich schön hinter der Säule gegen. Schön Outfight erstmal was trinken hier. Aber nicht mit mir, mein Freund. Sind wir gleich bei den letzten 20%. Wir wissen von Mecha Drill, das sind immer noch 20%. Ja. Da kommt er. Boys, sie ist ja erledigt. Das reicht. Töte ihn nicht. Er hatte keine Wahl. Töte ihn nicht. Er hatte keine Wahl. Okay. Was macht er denn? Sag mir nicht, der rackt jetzt schon wieder da oben. Hä, was macht er? Was macht er denn? Er wollte nochmal kurz zeigen, was er für ein cooler Ninja ist, oder wie? 1%? Mein Freund. Jetzt rackt er wieder. Das ist unglaublich. Zack. Einen noch. Licht aus. Statusbericht. Ich konnte ihn. Oder ist er tot? Er atmet. Noch. Bitte weh. Lass Gnade walten. Ja, für Tacke. Jetzt sollte uns nichts mehr im Weg stehen. Na los, weiter. Aber richtig cooler Auftritt von ihm. Du und dein scheiß krankes Ehrgefühl. Heute ist sein Glückstag. Cooler Fight gewesen. Ich hätte ihn auch gern... Heute ist dein Glückstag. Mit meinen eigenen... Danke, deinem alten Kumpel Goro. Kling bekämpft. Es ist an mir, dir zu danken, weh. Aber ich schätze, der hätte uns mies zerrissen. Und er hat ja auch geilen Loot gebracht. Hier irgendwelche Arasaka-Beschichtungsteile, sehr fett. Gönnen wir uns. Na dann, Bro. Lassen wir dich da liegen. Gut, dass ich echt noch eine Shotgun dabei hatte. Ne? Ich hab ja überlegt, oh, nehme ich zweimal Sniper und so, warum eigentlich nicht? Sollte man sich möglicherweise echt erklemmen. Sehr nice. Hier können wir uns dann jetzt verlinken. Aber ich will noch gucken, ob hier noch ein bisschen was rumliegt. Bei den letzten... Ich sag mal, Bosskämpfen hatten wir ja doch noch so ein bisschen was zum Looten, auch auf den höheren Ebenen, ne? Ich glaube, da sind wir häufig genug langgerannt. Vielleicht noch irgendein Splitter, ne? Wobei, den wahren Loot, den hatte er höchstwahrscheinlich dabei. Oh, Junge. Da würde ich aber schon gern sehen, wie so ein Kampf ausgesehen hätte, wenn man jetzt gerade als erfahrener Spieler dann nur auf Melee-Sachen geht, ne? Das muss ja dann ein Gemetze und Ausgeweiche und Pariere und nicht sein... Bestimmt nochmal ganz anders als meinen. Wir suchen uns eine Position, schießen zweimal, suchen eine neue, laden nach. Ich habe ihn einfach getötet, bevor Takemura sagte, ich soll ihn leben lassen. Huch. Ja gut, damit muss man natürlich rechnen in solchen Gefechten. Ne? Licht aus heißt Licht aus. So, dann rein da. Okay, sehr gut. Online und im System. Hanako ist drin. Was macht sie? Glaub, sie ruft irgendwen an. Versucht zuzuhören. Denk dran, den Alarm auszuschalten. Sonst komme ich nicht rein. Okay. Alles aus. パレード中止すれば弱さを露呈したと思われる弱さ誰のあなたの俺たちだ私が参加したのはあくまでもお父様を追悼するため 操り人形になるためじゃないわ。この見せ物ではみんなに役割がある。
Michiko wa munku wo itte nai so. Daga, omae ga yuu nara chuushi shite mo ii. Zenbu yame da. Omae no anzen ga daichi da kara na. Ähnlich. Nii-san. Yari oyamashou. Arigato, Hanako. Sekkaku no shikiten da. Yari oyenakereba, kui ga nokoru. Goro, alle Systeme down, jetzt oder nie. Der hat diesen Mantel an, von dem wir gelesen haben. Rot-weiß. Da ist er. Hanako-sama. Anata wa? Oirushi wo, douka, hanashi dake demo okiki kudasai. Saburo-sama wa? Shi no koto o kuchi ni shinai de. Kore ga ore ni dekiru saigo no gohoushi nano desu. Saburo-sama no shi ni tsuite shinjitsu o wakasu koto wa. Hanako-sama, brei o hatarakitaku wa arimasen. Shikashi. Das ist ja richtig gut gelaufen. Wie? Lauf! Oh Mann. Scheiße, Scheiße, Scheiße! Er hat sie abgeknallt? Was immer passiert ist, wir sind gefickt. Oh shit. Ich wusste, der verrät uns. Wie war das noch mit der kurzen Leine? Wir hatten... Ja, Johnny, komm doch mit, Bro. Wir hatten recht mit den Kondomen. Oh ja, Fahrstuhlfahren ist, glaube ich, eine sehr gute Idee in solchen Situationen. Uff, Mantis klinge rein, Gedärme raus. Und Takemura ruft an. Wie? Bist du in Sicherheit? Geht so. Ja, vorerst. Hast du den Verstand verloren? Keine Zeit für Erklärungen. Wir müssen uns treffen. Wo bist du? In einem verlassenen Wohnblock. In der Vine Street. Zweiter Stock. Apartment 303. Klopfe viermal. Schnell. Okay, ich glaube, wenn wer anders kommen würde, die klopfen nicht an, Bro. Ich glaube, die würden dich gleich live. Direkt. Oh, Nachrichten? 3, 2, 1. Hier ist Gillian Jordan von N54, live aus Japantown. Beeil dich. Wo während oh ja, das der sieht schön räulich aus. Zu Ehren Saburo Arasakas eine Panik ausgebrochen ist. Was geht? Ich dachte, ich kann jetzt mal ins Bild springen und meine Mutti grüßen. Pass auf, dass dir niemand folgt. Viermal. Bitte bestätige mir, dass du das verstanden hast. Ja? Alter, ich bin noch nicht hirnamputiert. Hervorragend, man kann nicht vorsichtig genug sein. Viermal, wir merken uns. Viermal. Ich grüße Mama hey, Wells. Ah, sorry. Geil, sie hat echt drauf reagiert. Das oh damn. Ich muss hier weg. Wir werden verfolgt. Was ist jetzt noch? Wieso schreiben uns gerade jetzt alle? Ich gebe nur selten zu, einen Fehler gemacht zu haben, aber heute ist eine Ausnahme. Ich habe deine Entschlossenheit unterschätzt. Deine und Takemuras. Ich bitte aber darum, dass mein Name in dieser Geschichte nicht erwähnt wird. Natürlich beruht das auf Gegenseitigkeit. Ah, na ja, klar. Jetzt haben alle ein bisschen Schiss, weil wir das wirklich durchgezogen haben. Oh, oh, oh. Na mal schauen. Hoffen wir, dass Takemura weiß, was er tut. Dass das irgendeine schöne kleine Beruhigungsspritze war. Und wir jetzt in Ruhe mit ihr reden können, aber sie zu entführen... Puh. Weiß nicht, ob mir das gefällt, wohin sich das gleich noch entwickeln kann. Und wer uns dann folgen wird und so weiter, ne? Es macht aber Laune ohne Ende, ist total geil mit den Klingen, ne? Und hier ist immer noch die Anti-Takemura-Fraktion. Man kennt sie da drüben, ne? Mal winken, huhu, mit den Wimpeln. Wie weit müssen wir denn? Naja gut, das laufen wir noch, oder? Wenn wir jetzt nicht überfahren werden, dann kriegen wir das, glaube ich, auch geflitzt. Unsere Ausdauer, die hält das ja aus. Guck mal, wunderbar. Er lief aber insgesamt trotzdem ganz gut. Kleiner Boss-Vibe, bisschen geilen Loot gesnackt. Und jetzt einfach die Ober-Super-Prinzessin entführt. Ist Dream noch da? Dream, wie würdest du ihr Nissan ranken? So ein Ranking. Gibt's ja auch immer schöne Memes auf YouTube zu dem ganzen Waifu und Nissan und Ayayay und was sich alles gelöht. Ich werde nicht ansatzweise versuchen, das richtig nachzumachen. Aber Kenner wissen natürlich genau, was ich meine. Und da musste ich mir schon den ein oder anderen Lacher gerade verkneifen, weil ich mehr wissen wollte, wie es weitergeht. Und wenn ich das so angeschnitten hätte in dem Moment, dann wären große Teile von uns abgelenkt gewesen. Wer ist deine Waifu in Cyberpunk? Da ist er einfach wach, ne? Da ist er einfach direkt am Start. Sehr, sehr gut. Sieht's gut aus, Bruder. Echt? Muss das neue Zeug sein? Ja, ihr seht richtig gesund aus, Leute. Panam! Wie? Der Basilisk. Er ist fertig. Lust auf eine Spritztour? Du gerade schlecht, aber klar. Klar, bin bald da. Verdammt, wie? Er ist genial!
Ich kann's hören. Wir haben's fertig gemacht. Mitch hat auch noch geschrieben. Ey, alle schreiben, yo. Yo, in echt ist das Teil noch schicker. Komm doch mal vorbei. Kannst auch Panama ein bisschen aufmuntern. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir. Kraft hat doch ein Dakimakura mit seiner Waifu. Tausende, die hängen an der Decke. Wir haben gar keine Tapete, wir haben nur solche Dinger überall rumhängen. Und hier sind wir richtig. Viermal klopfen, wir erinnern uns. Ja, aber ist ein ganzes Stück gerannt mit ihr, ne? Hoffen wir nur mal, dass es keinem weiter aufgefallen ist. Wir gehen hoch. Und da ist die Tür. Müssen wir jetzt echt auswählen, wie oft wir klopfen? Oh, damn. Und klopf dreimal mit Speichern. Wollen wir es echt probieren? Nein, Take tötet uns. Leute, Take killt uns. Okay, komm rein. Schnell. Ich dachte, sie hätten dich erwischt. Sagst du mir, was zur Hölle du dir gedacht hast? Sagst du mir jetzt bitte, was zur Hölle du dir dabei gedacht hast? Hab sie betäubt. Sie wollte ihren Tracker aktivieren. Ich hatte keine Wahl. Ich habe ihr Tee angeboten. Nice. Du entführst Hanako Arasaka und lädst sie auf ein verficktes Teekränzchen ein. Ja, sie hat freundlich abgelehnt. Komisch. Sag ihr die Wahrheit über Yorinobu. Ohne Beschönigung. Und sag klar, was du willst. Vielleicht hört sie auf dich. Tja. Mal sehen. Sie fühlt sich nicht so wohl anscheinend. Was auch nicht wirklich überraschend ist. Hallo. Junge, sie hat überall so goldene. Wow. Das ist schon sehr schick. Oh boy. Nexo, hi. Haben wir noch Splitter gehabt gerade zum Lesen, bevor wir mit ihr quatschen? Oh, ein Messerchen. Benutztes Medikit. Okay. Gab also die ein oder andere Verletzung. Der Foodie-Leitfaden. Und Dämonen Japans gestern und heute. Haben wir, glaube ich, auch schon gelesen. Wir gucken nochmal kurz rein. Aber ich glaube, die hatten wir. Erwähnungen. Oder Phantome Oger? Ich meine ja. Mit diesem ganzen Japan-Kultur früher, heute hatten wir ja super viel, als wir in den entsprechenden Gebäuden waren. Ne? Da hatten wir ja dann auch die Probleme innerhalb der Konzerne mit den einzelnen Splittergruppen, worauf die basierten, wie das mit den Dämonen ist, mit der Folklore. Glaube, da hatten wir das alles. Aha, hier könnte es nochmal interessant werden, bevor wir quatschen. Wenn ich denn rankomme, sag mal, so. Hä? Das ist aber ja auch gerade wieder Millimeterarbeit, hör mal. Rocktuel, hi. Hier ist gar nichts. Ja gut. Take hat keinen E-Mail-Verlauf offen gelassen. Finde ich aber auch immer sehr, sehr spannend. Ich glaube, das sagte ich auch jedes Mal, aber Japan ist interessant. Hier ist schönes Badezimmer, stockdunkel. Na dann, setzen wir uns mal. Ich war dort, in der Nacht im Konpeki Plaza. Ich habe Saburo Arasaka sterben sehen. Er wurde nicht vergiftet. Diese Lüge hat sich dein Bruder ausgedacht. Yorinobu ist der wahre Mörder. Du musst verrückt sein. Das muss ich mir nicht anhören. Ich bin verrückt, dank eures Relics. Ich habe nichts zu verlieren, ich sterbe sowieso. Tja, ich bin fest entschlossen und habe nichts zu verlieren. Euer Relic-Prototyp steckt in meinem Schädel fest. Durch einen blöden Zufall hat er eine Kugel für mich abgefangen. Und jetzt bringt er mich langsam, aber sicher um. Eins eurer Persönlichkeitsengramme überschreibt meine Psyche. Und wenn ich es nicht aufhalte, dann... Naja, es wird nicht gut für mich enden. Hanako-sama, wie ist der lebende Beweis für das Verbrechen ihres Bruders? Wir können jedes seiner Worte beweisen, wenn sie bereit wären, ihm mit dem Relic zu helfen. Hanako-sama.
Hast du das gehört? Oh. Geh nachsehen. Das sind bestimmt nur Ratten. Fette Ratten. So wie in Resident Evil am Anfang. Safe. Ich nehme mir mal ein bisschen was mit. Muss ein paar Sachen verbrauchen. Ich habe ein mieses Gefühl dabei. Wieso denn das? Jumpscare? Ah, nicht jetzt. Rassekopf, wir haben uns gefunden. Scheiße! Oh. Und das ziehen die ab, während ihre... Auf den Boden, Arschloch! Nicht bewegen! Oh no. Und Take stand da einfach wie ein Boss, oder? Smasher war auch dabei. Jetzt können wir eigentlich nur hoffen... Letzte Chance, von hier zu verschwinden! Takemura, ich kann ihn nicht im Stich lassen. Vergiss den Typen, der ist Geschichte. Und du auch gleich. Danke, Johnny. Jetzt können wir eigentlich nur hoffen, dass sie drüber nachdenken und dann eine Entscheidung zu unseren Gunsten trifft. Ich glaube, hier liegt nicht viel an Loot. Scheiße. Halt dich bedeckt! Augen auf! Die sind im Flur! Oh, Kacke, Mann. Was zum Henker? Kann ich dann hier rum, maybe? Ist das sinnig? Holy shit. Ich habe so keine Orientierung gerade. Fuck. Mit erhobenen Händen rauskommen. Ja, bin auch schon draußen, Leute. Da komme ich nicht rum, wie es aussieht. Maybe paar Nades. Treffer! Holy fuck. Jetzt sind halt alle von denen hinter uns her, ne? Das ist nicht cool. Nehmt ihn in die Zange! Ja, 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 haben keine Zangen hier, leider. Rums. Sniper können wir ja, glaube ich, auch nicht gut arbeiten. Dann bleiben wir bei der Shotgun. Wir haben schwere Verluste! Ja, ihr könnt mich ja auch einfach rauslassen. Also ich bin da flexibel, was das angeht. Oh, damn. Feuer! Nerv doch mal nicht hier, meine Güte. In Deckung. Und da vorne geht's raus. Nicht, dass die uns noch hinterher rennen. Okay. Meppo, hi. Was soll... Sag es nicht abzuklappen! Nicht jetzt! Komm schon, wir müssen raus aus der Stadt. Johnny, Motivationscoach. Okay. The fuck? Ob die solche Motels speziell für Oberloser wie uns bauen? Klimaanlage ist hin, fixer Bestecke unterm Bett, Scheißhaus verstopft. Etwas später. Wir sind also rausgekommen. Jetzt mal im Ernst. Wer will hier übernachten? Wir sind ein paar Meilen außerhalb von Night City. Jemand, der die Stadt verlässt, fährt einfach weiter. Jemand, der in die Stadt will, schläft dort. Wozu ein Motel mitten im Nirgendwo? Halt's Maul, bitte. Ja, wir sind... Ich sag dir, wer hier schläft. Scheiß Loser. Ganz genau. Nur zwei scheiß Loser. Und ich dachte, wir hätten Ärger, als Goro Hanako entführt hat. Siehst du, das passiert, wenn man Konzernen auf den Sack geht. Man glaubt, man ist in Scheiße getreten. Aber eigentlich steht man bis zum Hals drin. Wenn jemand klopft, zerballer die Scheißtür. Keine Vorwarnung. Ich will nicht, dass wir wie Takemura enden. Hörst du das? Auto. Ja, ein Auto. Was ist diese Waffe? Fuck. Nur einer? Finger am Abzug weh. Smasher? Takemura? Schmäke, Pyro, hi. Und? Vielleicht will der ja auch nur übernachten. Auch ein Loser. Bloß kein Wort. Ich habe eine Nachricht für V. Die Stimme kennen wir aber. Fass die Tür nicht an. Oder? Ich weiß, du bist da drin. Schläfst du? Zeit aufzuwachen. Endlich. Oh, das da an der Wand, ist das Blut? Nö. Ja, jetzt verdient es wenigstens den Namen Drecksloch. Also, du sagst, du hast eine Nachricht? Sitz direkt vor dir. Oh, geht gleich los. Was? Was geht los? Erstmal chillen. Johnny verurteilt uns. So mad. Eine Puppe. Oder ein Proxy. Oh.
Ein Proxy. Um eins klarzustellen. Ich halte dich immer noch für verrückt. Hanako, bist du das? Aber ich mache mir nichts vor. Ich glaube dir. Okay. Das ist gut. Wie hast du mich gefunden? Wie hast du mich gefunden? Dachtest du denn, es würde ausreichen, die Stadt zu verlassen? Nicht wirklich. Takemura sagte, er hat dir einen Tracker angehängt. Oh. Aber selbst wenn nicht, Arasaka findet absolut jeden, wenn's sein muss. Ich kotz gleich. Das glaube ich sogar. Wir kennen die Macht der Konzerne. Okay, du glaubst mir also. Und was passiert jetzt? Yorinobu hat ein Tanto ins Herz des Konzerns gestoßen. Ich muss handeln, solange die Wunde frisch ist. Und du wirst mir helfen. Du bist der lebende Beweis für seine Verbrechen. Okay. Du stellst Forderungen? Ja, wir helfen einander, so nämlich. Zuerst mal hilfst du mir. Vielleicht war ich nicht klar genug. Wir müssen schnell handeln. Ich bin auch nicht gerade mit Zeit gesegnet. Ich sterbe. Und meine Leiche wäre ein echt mieser Zeuge. True. Ich verstehe. Ich brauche alle Informationen über Mikoshi. Mikoshi, das war eins der Flaggschiffe meines Vaters. Eine Datenfestung mit Servern auf Orbitalstationen rund um den Globus. Wow. Sie ist als Archiv aus Persönlichkeitskonstrukten, also digitaler Psychen. Eher ein Gefängnis. Eine Sache der Perspektive. So oder so wirst du dort keine Erlösung finden. Nicht ohne umfassendes Wissen über den Relic und die Konstrukterschaffung. Ich habe Hellmann und die Relic-Baupläne aufgespürt. Ich habe euren Flüchtigen entdeckt. Hellmann hat sich bei Kang Tao versteckt. Wir haben geredet. Er meint, das Engramm wird mich früher oder später vollständig verschlingen. Es ist unumkehrbar. Eine überraschend entschlossene Aussage für einen Wissenschaftler. Wenigstens habe ich jetzt die Relic-Baupläne. Und mit ihnen genaue Informationen über seine Funktionsweise, Projektdokumentation. Alles nützlich. Besonders, weil Hellmann noch lebt. Ich werde ihn kontaktieren und erklären, dass man Arasaka nicht durch die Hintertür verlässt. Alt Cunningham hat mir von den Konstrukten erzählt. Ich konnte Alt Cunningham kontaktieren. Die Cunningham? Mhm. Genau die. Die Erfinderin des Soulkillers. Sie nutzt jetzt ihre eigene Version. Das war auch krass. Das sollte mehr als nützlich sein. Das ist so ziemlich alles, was wir haben. Und jetzt? Treffen wir uns persönlich. Oh. Im Embers, im Stadtzentrum. Das ist diskret. What? Denk nur an eines. Ab sofort müssen wir extrem vorsichtig sein. Ja, aber als ob sie rausgehen kann, ohne dass 1000 Leute sie direkt erkennen. Kamera und Interview und... Okay, mein Job wäre erledigt. Weißt du was? Was? Ich glaube, mir wäre eine Horde Sakerschläger irgendwie lieber gewesen. Wir haben, was wir wollten, das stimmt. Wir haben, was wir wollten. Der Proxy hat dich doch nicht etwa erweicht? Mich? Fick dich. Komm schon, denk doch mal nach. Gestern noch lebte Hanako in einer für sie vollkommen sicheren Welt. Und was hat sie heute? Eine fremde Stadt, einen irren Bruder und einen scheiß Dieb. Genau deshalb hat sie einen Proxy geschickt. Sie ist allein und hat die Hosen voller als wir. Aha. Klack. Was? Hast du Klack gesagt? Mhm. Das Geräusch, wie sie dir die Leine anlegt. Wow. Danke, Johnny. Aufmunternd wie immer. Nun gut. Dann haben wir einen Plan. Mit Hanako treffen. Errungenschaft, die Hohepriesterin freigeschaltet. Okay. Johnny. Wieder da? Musst du dich nicht weiter über die Arasakas aufregen? Was denn? Noch ein paar dreckige Wörter über die Porzellanschlampe? Fuck! Scheiße. Achtung. Oh, Junge. Fuck. Das sieht gar nicht gut aus. Johnny.
Noch bist du nicht tot. Ich hab dich. Ja, das sagen meine Heiler auch immer. Das sah echt ungesund aus. Johnny. Fuck. Was du riechst, ist Seeluft. Steh auf. Das Meer ist schön um die Tageszeit. What? Ein bisschen Urlaub, Leute. Wellness Hotel. Die Attacke hat mich fast umgebracht. Nur fast. Stimmt. Man kann kaum die Augen abwenden. Sind wir in Pacifica? Was ist das für ein Haus? Altes Hotel. Das Pistis Sophia. Wir sind die einzigen Gäste. Komm mit. Ich will dir was zeigen. Aha. Warum bin ich ausgerechnet hier? Warte ab, dann siehst du's. Und schön die Pillen. Du warst das. Ich konnte dich nicht einfach liegen lassen. Oh. Ja. Oh, läuft noch nicht so. Johnny Schild. Hast du ernsthaft erwogen, Mistys Meer zu nehmen? Das haben wir zweimal als Option. Okay. Ja, wollen wir ja gut versorgt. Komm, wir hauen ab. Am Anfang. Wolltest du die Pille schlucken? Chill mal dein Chrom. Hätte ich die Kontrolle gewollt, hätte ich sie mir viel früher genommen. Mhm. Ich weiß ja nicht. Ich glaube eher, ich bin wach geworden und habe deinen Plan vereitelt. Und ich glaube, deine Todesangst schürt bei dir grundlos Zorn. Oh, sehr schwer einzuschätzen gerade. Aber die andere Option war, dass er sich selber überlegt hat. Und dann er... Kletter durchs Fenster. Das solltest du schaffen. Hoffentlich. Er zum Nein tendierte. Schmeißen wir nicht ein. Rückwärts abgespielt entspricht das mir, wenn ich aufwache am Montag. Ja. True. Dann schön langsam. Ah. Oh, das ging bedeutend schneller. Wow. War gar nicht. Du wolltest wissen, warum wir hier sind. Allzu langer Zeit. Wo ich stehe, ist ein Versteck. Mach's auf. Nimm sie mit. Nein. Ist da die Knarre drin? No way. Es ist nicht die Knarre jetzt, oder? Ew. Schön altes Ranzhotel. Oh boy. Gut, dass das nicht abgerissen wurde. Ist das deine? Nicht die Knarre. Quasi, ja. Gehört jetzt dir. Damn. Ist die aus dem Mexiko-Krieg? Hm. 50 Jahre alt. Mexiko-Krieg? Als ich jung und dumm war, habe ich mich bei einer Konzerntruppe gemeldet. In Mexiko habe ich gelernt, dass die Konzerne immer gewinnen und die Kleinen immer verlieren. Egal, wofür man kämpft. Und das hast du in deiner Musik ausgedrückt? Zuerst bin ich desertiert. Dann war ich genau hier. Hab einen Monat im Bett gelegen und den Deckenlüfter angestarrt. Mich bis in alle Ewigkeit zu verkriechen. Das würde ich auch gerne tun. Deshalb habe ich dich hergebracht. Ich will nicht, dass du wie ich da liegst und Zeit vergeudest. Okay. Warum schenkst du mir die? Damit sie dich daran erinnert, dass wir in diesem Krieg gemeinsam im Einsatz sind. Oh. Würdest du dir eine Kugel für mich einfangen? Blöde Frage. Als hätte ich eine Wahl, ne? Ja, würde ich, Johnny. Ja, würde ich. Die Marke hat mal einem Mann gehört, der sich in Mexiko für mich geopfert hat. Ich habe über unser Dilemma nachgedacht. Ich will ganz ehrlich sein. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wenn es soweit ist, gebe ich mein Leben für dich und verschwinde. Die Marke ist ein Versprechen. Wow. Okay. Ich würde dasselbe für dich tun. Nee. Das ist unser Körper, Johnny. Also, bereit? Eine schöne Geste, aber du kannst mir nichts schenken, das schon mir gehört. Der Körper gehört mir. Es war immer meine Entscheidung, nicht deine. Reden wir erstmal nicht weiter darüber.
okay? Auch gut. Denkst du ernsthaft über Hanakos Angebot nach? Könnte natürlich eine Falle sein, ne? Hast du eine bessere Idee? Hast du eine bessere Idee? Noch nicht, aber eine Bitte. Und zwar? Adam Smasher, der Wichser, der mich fertig gemacht hat. Den will er. Was immer mit mir passiert, ich will ihn tot sehen. Ja. Eiskalt, in alle Winde verstreut. Oh shit. Das ist ein krasser Typ. Im Ernst? Smasher? Plötzlich denkst du an den? Beim letzten Mal hatten keine wir... keine Gelegenheit, Hallo zu sagen. Deshalb müssen wir ihn finden und kalt machen. Tja, der letzte Wunsch, Rache. Tja, eher so eine Art Abschluss auch, ne? Kann man so und so sehen. Aber wir komm, fragen wir mal... ab. Mit der Rache. Das ist dein letzter Wunsch? Rache? Es ist mehr als das. Und ich will, dass du Rogue mitnimmst. Das ist mir wichtig. Und für sie wird es genauso wichtig sein. Tja. Dann machen wir das für ihn. Johnny Boy. Ich glaube nicht, dass Rogue so sentimental ist. Ich soll Rogue alles sagen? So arbeitet Rogue nicht mehr. Tja, aber wenn es auch sein Wunsch ist... Ich soll's Rogue also sagen? Das alles? Ich glaube, das übernehme ich lieber. Persönlich. Du schluckst Mistys Pillen und ich übernehme das Ruder für eine Weile. Oh. Der Plan gefällt mir ganz und gar nicht. Ist dir klar, oder? Ich unterhalte mich mit Rogue nur kurz über Smasher. Dann bin ich weg. Versprochen. Ich weiß nicht, ob ich dir traue. Ich weiß, was du vorhast. Hellman hatte also recht. Boah, er hat gerade ein paar gute Worte also, gewählt, finde ich, aber... Ich weiß nicht, ob ich ihm voll vertrauen kann. Weil er ist immer noch der Rockerboy. Er ist Johnny fucking Silverhand, ne? Damn, schwieriges Ding. Ich weiß nicht, ob ich dir traue. Ich vertraue dir aber noch nicht. Wir ziehen an einem Strang wie. Du hast doch hier die ganze Zeit die Kontrolle. Ich hab ja nicht mal Selbstkontrolle. Du triffst alle blöden Entscheidungen. Ich kann dich nur beraten. Und dich um Gefallen bitten. So wie jetzt. Tja, sag mir, was du vorhast. Wir wollen mehr Details. Ich meine, mit der Marke eben, das war schon eine Geste, das hätte er auch nicht machen müssen. Aber ich finde es ein sehr schwieriges Ding. Komm, wir hauen ab. Ich muss wissen, was genau du vorhast. Rogue alles sagen und herausfinden, ob sie uns hilft. Hey, Satan hat mich rausgeschmissen. Wie geht's denn so? Ich werde einfach Smasher erwähnen und über die alten Zeiten plaudern. Keine Sorge, das wird easy. Ich gebe dir die Kontrolle. Tja, wir hängen da zusammen drin. Ich sag, wir machen das. Okay, ich mach's. Für dich. Weiß ich zu schätzen, danke. Bring mich zum Afterlife. Du wirst es nicht bereuen. Versprochen. Ich fühle mich besser. Gehen wir. Ich fühle immer noch einen Schmerz nah an deinem Herzen. Fürchte, der geht nicht weg. Ich bin sehr gespannt, was das werden wird. Ich will auch unbedingt wissen, was passiert, wenn wir das so durchziehen. Aber so richtig hundertprozentig glücklich bin ich mit der Entscheidung definitiv nicht. Ich war hier so, ist mein Körper. Nicht mein Körper, let's go. Ja, klingt ein bisschen besser als das, was ich gerade fast sagen wollte. Ja, kann man verstehen, dass hier die Entscheidungen dann doch auch sehr auseinandergehen. Ja, absolut. Ich denke aber, wir haben eine getroffen, die uns mit sehr interessanten Entwicklungen belohnen wird. Hotel Pistis Sophia? Hieß es so? Aber nicht heute. Okay. Aber nicht heute. Wir sind im Akt 3 angekommen. Ungutes Gefühl, absolut. Absolut. Wir dürfen gespannt sein, was das werden soll. In jederlei Hinsicht, ne? Wenn Judy das nächste Mal anruft, wie es mit Panam weitergeht, es kommt mir gerade vor, als wären wir irgendwie einen Meter geschrumpft, kann das sein? Ist ein bisschen seltsam. Ah! Ja, weil wir immer noch in der Hocke waren. Vielleicht liegt es daran, ne? Und was mit Judy noch passiert, ne? Mit Panam, mit Tanako, mit Johnny. Also da haben wir ja einige interessante Baustellen noch offen.
Mal schauen, du bist geduckt. Ja, ich habe die ganze Zeit schon C gedrückt, Schmelke, deswegen habe ich vermutlich auch gerade den Dialog, also die Antwort von Johnny übersprungen, ne? Aber er hat einfach nicht reagiert, Mann. Deswegen dachte ich, was ist hier los? Johnny hat nebenbei noch meine Beine verkauft. Bin jetzt als Stumpi in Night City unterwegs, ne? So nämlich. Schnuper, dankeschön für 22 Monate. Vielen Dank, hast du das Krabbenpad von der zeitlosen Insel bekommen, Junge. Da ist bestimmt richtig was los auf der Insel, oder? Geht Sally auf jeden Fall. Ja, und ich denke, wir haben hier eine super schöne Aussicht, um den heutigen Stream dann auch beenden zu können. Dann werden wir beim nächsten Mal nämlich weitermachen mit, ich weiß noch gar nicht was. Ich rechne eigentlich damit, dass wir dann losgehen und dann kriegen wir so 300 Anrufe die Sekunde, ne? Und dann sind wir wieder zwischen Haupt- und Nebenstory. Also, das könnte, denke ich, ganz spannend sein. Müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir die Nebenmission noch fertig bekommen. Gibt es hier auch so einen Punkt, wo es dann heißt, man ist jetzt an so einem Wendepunkt, ne, wo man danach nicht mehr alles machen kann, weil, keine Ahnung, uns die Konzerne überall jagen. Hauptsache, du machst alles vor der Nocturne-Mission. Kannst sonst nicht mehr. Ja, siehst du, genau das meine ich, was ich überhaupt frage, oder? Hab das gleich schon in weiser Voraussicht so geschrieben. Dankeschön für die Info. Ja, dann lohnt sich das, denke ich, in dem Dreh weiterzumachen, wie wir es auch bisher getan haben. Drück euch die Daumen für Silvio heute. Dankeschön. Das Spiel warnt einen sowieso, muss man nicht extra sagen. Ja gut, ist natürlich dann für die Planung doch ein Stück weit interessant in der Hinsicht, dass es sich, denke ich, lohnt, Main- und Nebenstory weiterhin so zu machen, ja, sodass wir uns dann nicht immer nur auf eines in der extremen Richtung konzentrieren, aber ja, gut, dass das Game einen auch selber warnt. Absolut. Leute, es war wieder ein absolutes Fest, hat unglaublich viel Spaß gemacht, heute auch mal wieder in der Main Story unterwegs zu sein, ist natürlich immer noch mal ein bisschen anders, ein bisschen größer inszeniert als die Nebenmission, obwohl auch die, wie vorhin angeschnitten, unglaublich stark und gelungen sind. Deswegen freue ich mich, wenn es dann am Donnerstag, ne, hier wieder weitergeht. Und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn ihr wieder mit am Start seid. Dankeschön fürs Reinschauen. Vielen, vielen Dank für euren tollen Support. Und dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin, macht es gut, haut rein und tschüss.